So, und damit herzlich willkommen zum dritten Knack den Wolf-Stream. Dem dritten und letzten, sage ich mal so weit, weil ich glaube, dann haben wir es weit genug ausgeschlachtet, sagen wir es mal so. Eigentlich sollte der zweite ja schon der letzte sein. Jedoch kam ich dann so spontan auf die Idee, dass wir doch noch ein paar lustige Kombinationen testen können. Unter anderem, ihr seht es ja im Titel, Schlangen und Kalifenspam. Wir haben ja beim zweiten Mal mit dem Wolf schön geschaut, wie viele Ratten und Sultane er besiegen kann, aufsteigend je nach Stadt. Gütern und Stadtgold. Und den gleichen Spaß wollen wir jetzt mal mit Schlangen und Kalifen machen. Vor allem Kalifen könnten relativ interessant sein. Okay, dann mal guten Abend an alle, die sich einfinden. Und wir starten auch gleich mit dem Spiel, würde ich sagen. Mal gucken, wie schnell ich das jetzt passend hinbekomme, dass der Chat sich nicht verabschiedet. Ja, Wolf bräuchte, ja, echt, da bräuchte wirklich mal einen Buff. Im Übrigen. Machen wir mal so aus, machen wir mal hier, machen wir mal Licht an und gehen ins Spiel und hoffen, dass das alles soweit funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Wir werden sehen. Ja, gegen Richard. Also, wenn noch Zeit ist am Ende. Ah, es war klar, dass es nicht sofort hinhaut. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich das gescheit hinbekomme, dass das Spiel offen ist und ich den Chat sehen kann noch. Na, natürlich wieder nicht. Gerne. Das ist das Gemeine. Und ja, ich weiß, dass es so gewisse Programme gibt, die das leichter machen. Aber ich bin in der Hinsicht leider nicht sehr motiviert, so viel mit Fremdsoftware herumzuspielen. So, versuchen wir es nochmal, indem ich den Chat mal so anhefte. Das so. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Bitte bleib, bitte bleib, bitte bleib. Ah, besser. Okay, jetzt sind wir da, wo ich sein will. Alrighto. Dann mal herzlich willkommen an alle, die noch so herein spazieren. Okay, dann würde ich mal sagen, ihr seht, der Wolf ist schon drin. Und ja, für heute geplant ist erstmal nur, Wählt es mit euren Schlangen aufzufüllen, Gegner. nach und nach, und mit Kalifen aufzufüllen, nach und nach. Und danach, wenn es relativ schnell vorbei sein sollte, unsere Testereien, ja, die Idee mit Richard fand ich gar nicht mal so schlecht, weil ein Richard gegen, zwei Richards gegen Wolf. Oder drei Richards, also zu schauen, wie viele Richards es bräuchte für einen Wolfen da gescheit durchzuknacken, könnte auch interessant sein. Okay, dann, ja. Je nachdem, ob es noch großartig irgendwas gibt, was ihr noch wissen oder fragen wollt, können wir eigentlich reinstarten. Da haben wir gar keine so lange Einleitung, da kann es gleich losgehen, der Spaß. Ja, ich würde sagen, das erste Spiel starten wir mal. Mit, ja, wie viel Schlangen? Ich meine, wir starten mit den klassischen 4000 und gehen ja dann langsam hoch, machen den Kreuzrittervorteil hoch auf Max und machen dann, gehen ins Deathmatch über, wenn es immer noch zu schlecht wird für den Wolf. Das heißt, wir starten mal mit 4000 Gold und ich würde mal sagen, was Schlangen angeht, wir starten mal wirklich nur mit zwei Schlangen. Ach, wisst ihr was? So, warte. Wenn schon eine Schlange, dann muss der Original Borrigan, Original Gelb dabei sein. So, zwei Schlangen, ich würde mal sagen, eine oben, eine unten. Direkt neben dem Wolf. Klingt ganz nett. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hochgehen wollen. Und damit starten wir einfach mal. Spielst du mit random Burgen? Also, kurzum, ja und nein. Ich habe alle Burgen von Karilotus reingenommen, dass wir bei den anderen, bei Schlangen und Kalifen und so eine Burgvariante sehen. Beim Wolf ist es nach wie vor die Prime-Burg, weil darum geht es ja beim Knack den Wolf-Stream, diese eine besondere Prime-Burg zu knacken. Und ich glaube, diese Challenge bleibt, deswegen hat Wolf noch seine stärkste Burg, aber die anderen KIs haben eine Variante. Ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss. Den lasse ich mal so stehen. Okay, wir starten heute zwei, wenn es nicht funktioniert, werden wir es ja schnell sehen. Ich könnte natürlich auch hergehen. Also manche halten es für ein Gerücht, aber es soll natürlich auch vorteilhaft sein, wenn ich die in ein Team packe. So, okay, alles klar. Also, okay. Alles klar. Sind die Schlangen nicht etwas nah? Die fahren sich ja schon noch aus.
Ja, ich meine, der ist ein bisschen nah, aber so ist das nun mal. Hier in der Hood. Und ich würde sagen, wir bleiben einfach bei dieser Map, bei der der Wolf auch ein bisschen Hinterlandwirtschaft hat. Okay, dann ja, 180 war eigentlich immer ein ganz gutes Starttempo. Mal gucken, ob die zwei Schlangen genug sind, weil mit dem Startgold ist das schon echt böse. Wir wissen ja, drei Ratten sind genug mit wenigem Startgold und die Schlangen setzen schon Katapulte ein. Und das kann im frühen Spiel echt wehtun. Kombiniert mit Sklar... Achso, der will Bugraben aufbuddeln. Ich würde schon sagen, ist er doch nicht immer noch Feinde oder so. Ja, möge die beste Schlange gewinnen, genau. Wir werden überfallen. Ja, der Wolf kriegt jetzt schon ein bisschen aufs Maul, ne? Aufs Maulus Gewalticus Lupus Maximus. Ah, der Heilige. Ja, da brennt... Ich glaube, der Wolf braucht hier wirklich... Der schafft keine zwei Schlangen. Der braucht wirklich ein Kreuzritterspiel. Bevor wir mit der Schlangenanzahl hochgehen, ich würde gerne mal was aus der... Ach du Heilige. Bevor wir mit der Schlangenanzahl hochgehen... Wolfi kommt raus. Alter, das ist ja echt krank. Ich würde nochmal gerne was Zusätzliches austesten, bevor wir zur Flut übergehen. Alter, das tut mir jetzt irgendwie schon leid. Das geht echt nicht gut für den armen Buschen. Voll voll macht voll freu. Ja, genau. Ja. Ich würde mal sagen, beschleunigen. Ach, guck mal, wir haben die Schlängel, die S-Burg. Die ist einfach cool. Das ist so eine Variation, alles klar. Ja, tut mir leid, das Tor ist zu. Ich weiß nicht, was ihr erwartet habt. Da brennt schon wieder. Ah, hier, die Feuerwehr kommt. Und Gebäude schon kaputt. Tut mir leid. Und da kommt schon der nächste Angriff. Mit vielen Katapulten. Und noch mehr Katapulten und noch mehr... Alter. Also ich möchte es mal so sagen. Selbst wenn der... Das könnte ein echt interessantes Endgame gegen die Schlangen werden. Wenn selbst mit maximalen Stadtgold und so. Ja. Manche haben geschrieben, dass zwei Schlangen zu wenig sind. Und das sind wohlgemerkt 4000 Stadtgold. Also... Nur mal aus reinem Interesse. Aus reinem Interesse. Eine Schlange gegen einen Wolf mit 4000 Stadtgold. Wenn der Wolf das ganz klar dominiert, mache ich mal 2000. Ich möchte mal wissen, ob eine Schlange mit wenigen Stadtgold einen Wolf dominieren kann. Ich habe gehört, ja. Ich habe es aber selbst noch nie getestet, großartig. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe es mal getestet, aber hat es nicht ganz funktioniert. Ja, GG ist, ne? So, eine Schlange gegen einen Wolf. Komm, das kann ja wohl nicht jetzt hier das entscheidende Duell sein. Das ist einfach alles... verendet. Ich meine, da kommen schon wieder Sklaven durch. Aber jetzt müsste der Wolf sich eigentlich aufbauen können. Ich meine, genug Wirtschaft ist, Potenzial ist da. Diesmal sind es keine zwei Schlangen, die rumnerven. Schauen wir mal. Ich meine, wenn... Das ist halt ein Kampf, der sich schnell entscheidet. Ey, guck mal, wir haben ein offenes Tor aus. Und, ja, und so. Alter Falter, das ist jetzt schon... Hier, die sind schon offen. Die nutzen die eigene Burg vom Wolf gegen ihn. Alter, wie bescheuert ist das bitte? Alter, die gehen jetzt einfach rein. Die kennen da nichts. Oh, die Löwen beschützen den Wolf gerade. Ah, jetzt. Die Arbeiter haben das... Ah, ne, der Pikini hat es zurückgeholt. Ja, easy Stream zu Ende. Das war's mit Knack den Wolf. mehr als eine Schlange braucht's nicht. Antwort ist erstellt. Ich frage mich, was ihr alle habt. Der Wolf ist doch total schwach. Schön. Zack, zack, zack. Und brennt's dann gleich? Ja, da unten brennt's schon mal. Geht das Feuer über? Ganz klar nicht, okay. Oh, der nächste Angriff. Alle gehen sie durch. Alter, das darf doch nicht. Das kann nicht ernsthaft wahr sein, dass jetzt gerade... Ich meine, der Wolf hat halt einfach eine zu lange Anlaufzeit und... Alter, was geht denn hier schon wieder? Dong, 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 dong. Aber jetzt geht die Wirtschaft langsam los. Es kann sein, dass der Wolf jetzt... Ja, jetzt steht auch der erste Turm. Vielleicht auch gleich die ersten Ballisten dazu. Und dann wird sich's drehen. Aber das war jetzt ganz kurz davor. Ganz ohne Scheiß, das war richtig kurz davor, dass die Schlange das holt. Jetzt soll es der Wolf eigentlich drehen.
Jawohl, ein Angriff kommt noch und die Schlange ist noch, der Wolf ist noch nicht komplett. Jawohl, jetzt beginnen die Pechgräben. Jetzt kannst du die Schlange nicht mehr holen, glaube ich. Das war aber echt knapp, ey. Alter Falter. Ne, jetzt wird der Wolf das gewinnen. Wahrscheinlich schon mit dem ersten Angriff oder so. Obwohl, vielleicht nicht gleich mit dem ersten. Kommt, das schauen wir noch zu Ende bis dahin. Aber was ich gerne nochmal gucken würde, ist 2000 Stadtgold. Das würde. Ich glaube, 2000 Stadtgold wird die Schlange entscheiden. Ziemlich klar. Weil das ist dann einfach, da ist der Wolf zu schwach auf der Brust zu Beginn. Da kommt jetzt schon der erste Angriff. Jetzt wird es der Wolf auf jeden Fall machen. Aber das war zwischenzeitlich echt knapp, ey. Hätte die Schlange effektiv einfach mehr Wirtschaft kaputt gemacht, anstelle versuchen, den Lord zu killen, wäre das noch besser gegangen wahrscheinlich. Okay, da kommt der Wolf jetzt noch nicht durch. Das wird erst noch ein Angriff mehr dauern. Ja, jetzt kommen noch die Störkatapulte. Jetzt war es das bald. Schwertkämpfer mit Rennanimation. Ja, finde ich eine ausgezeichnete Idee. Und am besten noch, dass sie buddeln können. Ja, die Tribocke schießen jetzt auch. Hold my snake. Und da wird weiter bombardiert. Jetzt müsst ihr aber, komm, den Angriff gucken wir uns jetzt noch an. Das lassen wir die noch zu Ende kämpfen, statt jetzt einfach abzubrechen. Der Abend könnte ja eh kurz werden, weil sobald wir mit den Schlangenkalifen durchsehen, spielen wir vielleicht noch ein bisschen mit Richard rum, ja, genau. Aber ansonsten, ich glaube, der Stream wird gar nicht so lang gehen heute. Es ist halt einfach nur eine kleine Ergänzung an den letzten Stream ran. Es soll jetzt kein vollwertiger 4- oder 5-Stunden-Stream werden oder so. Ich denke, in 2 bis 3 Stunden sind wir durch mit dem Lack. Und dem Leder. Ah, da kommt er wieder. Oh, die kommen gleichzeitig. Also beide sind jetzt gerade am Angreifen. Oh, das ist jetzt der Schlangus Exterminatus. Wobei, kann sein, dass die Schlange das sogar überlebt. Warum auch immer die Schwertkämpfe so down gehen. Tatsache, die Schlange hat das überlebt. Ich meine, okay, es kommt darauf an, wie man überlebt definiert, aber ich bin überrascht. Surprise, Surprise. Stronghold 3, bitte. lass mich mal ganz kurz überlegen. Ah, ganz knapp überstimmt. Tut mir leid. Guten Abend, Kumpelholz. Wann startet der Kreuzzugmarsch mit den aggressiven KIs? Ich würde mal sagen, so circa in einem Monat von jetzt an. Es werden jetzt noch ein paar Stronghold Warlords, also Stronghold Warlords wird noch zu Ende gespielt. Der letzte Kreuzzugmarsch dort. Und ich glaube, Karilotus braucht noch ein bisschen. Also ich glaube, so einen Monat etwa wird er auch noch brauchen, bis die KIs fertig sind. Und alter Falter. Aber ich denke, ja, so grob kann man sagen, in einem Monat von jetzt an, also ich würde mal sagen, so Mitte Mai könnte das etwa starten, um den Dreh. Schauen wir mal. Sag bloß, die Schlange überlebt ja schon wieder. Ey, das gibt's ja nicht. Sag mal, was ist denn mit der... Wie viele Bogenschützen hat er da oben? Die Schlange ist gerade richtig tanky. Das ist ja übel. Aber ja, grob alles in allem... Ja. Ich muss gerade Lotus nochmal fragen, wie der Zwischenstand ist. Aber ich denke mal, wirklich so Mitte Mai ist halbwegs realistisch, dass dann der aggressive Kreuzzug mal startet. Machst du irgendwann nochmal ein Re-Let's Play von Age of Empires 2 Kampagnen? Also ich finde, die Age of Empires 2 Kampagnen, so wie ich sie Let's Played habe, passen eigentlich. Auch wenn es die alte Version war und jetzt nicht die Definitive Edition. Wenn ich spiele, dann die Kampagnen, die ich noch nicht gespielt habe. Also, und die vielleicht wirklich vorzugsweise im Koop. Also das habe ich ja in den Runden, die ich jetzt aktuell mit Kurga mache, in den Multiplayer-Runden, habe ich jetzt dann, glaube ich, schon mal aufgerufen. Oder es kommt erst noch, der Aufruf. Dass die Leute mir meine kleine Auflistung schicken, in welcher Reihenfolge die ganzen DLCs rausgekommen sind. Und die würde ich vielleicht vorzugsweise sogar in Koop-Kampagne spielen. Sind zwar leider längst noch nicht alle draußen, aber im Laufe der Zeit würde ich das mal auch machen.
Aber die, die ich schon gespielt habe, die können eigentlich so bleiben. Das passt. Ja. Wolf hat es jetzt am Ende easy geholt, aber am Anfang sah es gar nicht so eindeutig aus, muss man sagen. Gar nicht mal so eindeutig. Und jetzt aus reinem Interesse 2000 Stadtgold, das müsste die Schlange holen. Ohne Scheiß. Würde mich wundern, wenn nicht. Die neuen, besonders Polen, Litauer, ja, die kommen noch. Irgendwann werden sie noch kommen. Also die neuen Völker, die jetzt noch nicht Let's Played wurden, damals von den ursprünglichen Age of Empires Versionen, die werden irgendwann noch folgen, die Kampagnen. Ob Koop oder nicht, sagt dir dann das Licht. Ja, hier, das werden ja schon jetzt die Ambusschützen ein bisschen zerhackstückt. Der eine Bogenschütze, der hier durchsnipert, guckt euch das mal an. Was für ein Frechdachs. Da kommt schon der erste Angriff. Die Maleitern sind angesetzt. Jetzt klettern alle hoch und haben ihren Spaß. Alter, der Wolf hängt ganz knapp am Leben gerade. Wenn er das jetzt noch überlebt, wenn er das jetzt noch schafft, mit den paar Lebenspunkten, ey. Das könnte aber wirklich sein, ne? Weil es kann sein, dass er jetzt seine Verteidigung weit genug ausbaut und so weiter, Herr Rolf. Obwohl, nächster Angriff. Es muss nur ein... Obwohl, ein Turm steht... Nee, okay. Alter. Ja, Schlange, GG. One versus one. Ziemlich klar entschieden. Ja, das war's mit dem Knack den Wolfstream. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Okay, 8000 Stadtgold. Wählt euren zwei Schlangen. Das war also der ursprüngliche Gedanke. Zwei Schlangen haben bei 4000 nicht gereicht, dass der Wolf es schafft. Mal gucken, wie es jetzt für 8000 ist. Jetzt gehen wir ganz klassisch nach oben. Wenn der Wolf gegen Wolf kämpft, gewinnt automatisch der Wolf. Ich glaube, da muss ich zustimmen. Willst du die als PN? Ja, Tobi, wenn du es mir als PN zuschicken könntest, mal die Reihenfolge der ganzen Add-ons, würde es mich interessieren. Beim Idealfall würde ich H2 Definitive Edition in der Reihenfolge Let's Playen, also jetzt die Kampagnen, wie sie rausgekommen sind. Aber das allergrößte Problem ist, wenn ich mich für die Koop-Kampagnen entscheide, da sind ja noch nicht alle draußen. Und es kann auch gut sein, dass die... Eventuell muss ich dann einfach noch ein bisschen warten, bis alle draußen sind und so. So, wie lange ich streame? Einfach so lange, bis wir durch sind. So lange, bis wir den Schlangendurchlauf haben, bis wir den Kalif-Durchlauf haben. Dann probieren wir noch ein bisschen mit anderen KIs rum, vielleicht ein paar Wünsche von euch. Wir können uns Gedanken machen über den KI-Kampf am Wochenende. Da weiß ich auch noch nicht genau, was ich mache. Und ja, ich würde mal so schätzen, so bis 21, 22 Uhr wird es gehen. Also so 2 Stunden bis vielleicht 3 maximal. Länger sollte das Stream heute gar nicht sein. Das ist eher so, wie gesagt, so ein kleiner Ansatz vom letzten, so noch hinten ranhängen. Spielst du noch Way of Billions? Lange nicht mehr gespielt, Way of Billions. Genau wie Cossacks. Ja, stimmt. Beides Spiele, wo ich mal wieder reingucken könnte. Vielleicht mal wieder für Streams. Mal gucken. Okay, dann würde ich sagen, ein Wolf gegen zwei Schlangen erstmal noch ins Team. Ab geht er. 8000 Stadtgold. Damit hätte der Wolf ein bisschen mehr Chancen, sich gleich am Anfang ein bisschen aufzublustern. Und ja, es ist durchaus Absicht, dass die Schlangen so nah dran sind. Es soll ja ein bisschen Konfrontationskurs sein. Zumal dann auch die Störgeräte mal richtig funktionieren. Auf längere Distanzen machen die... Je länger die Distanz, desto mehr Probleme machen die Dinge. Ah, jetzt sind auch schon die ersten Ballisten besetzt. Das geht ziemlich fix. Und natürlich werden jetzt so auf die Weise die ersten Katapulte abgeschossen. Aber andererseits, die Anzahl der Katapulte hier ist schon ganz gut gestiegen, ne? Jetzt kommen wir noch ersten Angriffe. Das könnte interessant werden. Da ist mal wieder der Inder im Sand, ne? Tor ist eingenommen. Na, die Löwen, ey! Ja, da geht's wieder ziemlich... Es könnte ein bisschen gefährlich werden, ne? Der Wolf hat schon die Hälfte Leben verloren, Alter. Okay. Ich glaube, es braucht wirklich das Kreuzritterspiel, dass Wolf gegen zwei Schlangen ankommt.
Alter, die Katapulte, ey. Ja, die, das haben die Ballisten auch nicht mehr wegschießen können. Kacke in die Crossfire. Oh, huhuhuhu. Wäre auch mal wirklich eine Idee. Das gehört auch mit zu den Spielen, die so noch im Hinterkopf sind, die ich irgendwann mal spielen könnte. So, also so diese typische Retro-Linie, die ich fahre, wie ich auch Z gespielt habe und die ersten Command & Conquer-Teile und so. Ja, das holt sich die Schlange ziemlich safe. Das war ja fast noch eindeutiger als mit 4000 Stadtgold. Ja gut, ja, die Schlangen haben auch das mehr Stadtgold, aber für den Wolf ist es wichtiger. Ich werde nicht vor euch niederknien. Okay, das braucht ein Kreuzritterspiel. Ich glaube, bei Kreuzritterspiel können wir auch bei 4000 anfangen, ne? Schlicht und ergreifend, weil 4000 Kreuzritter könnte schon reichen, dass der Wolf genug Truppen hat. Ich glaube, wir könnten mal wirklich diese Zwischenstufe einführen, weil ich glaube, wir sind bei Kreuzritterspiel vorher immer erst bei 8000 rein. Ich glaube, 4000 Kreuzritter. Ihr guckt mal an, wie viele Truppen. Hauptsache, der Wolf überbaut erstmal ein paar seiner Stadttruppen mit. Alter, noch ein paar mehr! Hauptsache erstmal die da Holzfälle drüber, da drüben, die Apfelfarm. Ne, ist in Ordnung, kein Problem. Sicherlich. Alter, ey. Ja, ich glaube, so wird das nichts. Ich glaube, okay, dann können wir die Zwischenstufe auch lassen. Hier, guck mal, die Schlange hat ja schon alles kaputt gehauen hier. Ja, ich glaube, wir brauchen die 8000. Houston, wir haben ein Problem. Obwohl, ja, jetzt, das war's schon mit dem Truppenstartbonus, ne? Wir werden überfallen! Die sind alle zum Buddeln vorbei. Sklaven stürmen die Bude. Aber das Feuer wird schnell gelöscht. Achtung, Wolfi, bereit oder nicht? Gut. Ja. Okay, 4000 Kreuzritter Spiel von. Alter, wie die gleichzeitig vorrücken. Cool. So viel hat es jetzt nicht gebracht. Dann lassen wir die Zwischenstufe doch sein. Machen einfach 8000er Kreuzritter, weil das bringt den KIs mit am meisten. Sind Rennende Lanzenträger schuld in der Situation? Es ist ja nicht so, dass Rennende Lanzenträger allgemein OP sind. Es ist ja jetzt halt nur in dieser Konstellation. Allgemein sind Lanzenträger, nur weil sie rennen, jetzt auch trotzdem immer noch nicht OP. Weil ganz ehrlich, Lanzenträger-Spam ist nicht Königsweg. Das macht halt bloß diese schwachen KIs ein kleines bisschen stärker. Nicht mehr, nicht weniger. Na guck mal, diesmal hat der Wolf nicht alles überbaut. Nur die paar Bogenschützen, aber die hier diesmal nicht mit einer Farm. Weil diesmal durch höhere Stadtgüter die anderen Sachen schneller da waren. Guck mal, jetzt ist auch schon der Turm da. Das kann ja wirklich. Ich glaube, jetzt bräuchte es eine dritte Schlange, mindestens. Oh, ich sollte das Lob mal nicht vom Abend tagen. Schließlich kommt hier noch ein ziemlicher Katapult. Sind die Leiterträger jetzt wirklich in die Innenmauer gelaufen und tun von innen die Alter. Ja, die Katapulte könnten trotzdem auf lange Sicht ziemlich viel Aua-Kabums machen. Wohin rennt ihr eigentlich? Ach ja, es geht um Burggraben ausbuddeln, ne? Man muss ja Prioritäten setzen. Quick, Spearman, my parents aren't at home. ja. Okay, ja. Jawohl. Das könnte knapp werden. Da noch mehr Katapulte, aber aktuell kriegt der Wolf das abgewehrt. Aber es tut immer mehr weh. Das muss man ja sagen. Und jetzt kommen hier noch die Lanzenträger durch ein bisschen. Nicht absolut fatal, aber fatal genug. Also für den Wolf ist das Tuch noch nicht in sicheren Sachen. Hier, schau. In trockenen Tüchern. Vor allem, wenn sich immer mal wieder mal so Sklaven durchschleichen, ne? Die müssen ja nicht viel schaffen, aber das, was sie schaffen, schaffen sie. Danke, danke. Kein Oscar für mich, bitte. Ja, aber jetzt kommt so langsam der Gegenschlag vom Wolf.
Der Flan. Ja, wichtiger Unterschied. Zum einen brennende Lanzenträger oder flennende Ranzenträger. Wichtig, Achtung, Verwechslungsgefahr, ne? Die flennenden Ranzenträger. Oh Mann, schön. Ich habe mir dann gerade so eine Bildstrecke vorgestellt mit Vergleich. Achtung, Verwechslungsgefahr, dieses klassische Meme. Aber alter Falter, der Wolf hat ja echte Probleme gegen zwei Schlangen. Guckt euch das mal an. Er hält da seine Verteidigung nicht stand. Die beiden Schlangen schlagen sich in der Hinsicht schon fast besser als hier das Saladin-Friedrich-Konglomerat. Aber aktuell rettet der Burggraben ihn noch. Ja, zumindest noch. Jetzt geht's schon wieder weiter. Ich glaube, der Wolf wird sich jetzt nicht mehr wieder aufbauen können. Da ist jetzt wirklich viel Schaden angerichtet. Die Katapulte kommen weiter vor. Ich glaube nicht, dass der Wolf sich jetzt hier wieder aufbaut. Ich glaube, die Schlangen spülen den jetzt. Und das mit maximaler Kurzritterstufe. Das heißt, wir müssen jetzt schon mit zwei Schlangen in die nächste Deathmatch-Stufe übergehen. Oh, da kommen sie durch. Kann sein, dass es gleich brennt. Ja, okay, die Schlange hat sich selbst Wind aus den Segeln genommen. Katapulte machen weiter Schaden, aber hey, die Ballisten da hinten snipern auch ein bisschen. Wolf ist gerade einfach nur in der Ruine. Aber er steht noch. Wäre sowas wie Saladin. Ja, Saladin wäre im Grunde sogar härter zu knacken. Für die Schlangen zumindest. Das schon, ja. Zumindest für die Schlangen. Ich glaube, für den Kalifen nicht unbedingt. Ich glaube, der Wolf wird gegen die Kalifen effektiver. Obwohl, gerade wegen dem Feuer, wird sich zeigen. Also Saladin wäre in der Hinsicht besser, aber dafür hatten wir schon diesen Sultanaufstand mal. Und ich wollte beim Knack den Wolf drehen. Es geht ja immer noch um dieses Knack den Wolf-Mentalität. Es geht jetzt nicht darum, den schwachen KIs die maximale Challenge zu geben, sondern einfach wie der Wolf als eigentlich stärkste KI sich jetzt gegen die unterschiedlichen Konstellationen schlägt. Ja, ich glaube, das wird jetzt... wollen wir jetzt Feuer? Nee, okay. Ja, das Ding ist entschieden. Okay. Dann wäre das soweit entschieden. Ja, was wir natürlich auch mal wollen. Wie einfach würde das funktionieren? Schwierig zu sagen. Weil es ja einige Leute gibt, die sagen, wenn die Schlangen frontal kommen, würde es anders aussehen. Wir können mal ganz kurz die frontal kommen lassen. Ich glaube, das könnte vielleicht wirklich ein Vorteil zum Wolf sein, aber es ist Teil dieser Challenge, dass der Wolf eben auch den Seiten... Ich meine, der Wolf hat schon den Vorteil, dass er eigentlich fast nur frontal und leicht seitlich angegriffen werden kann und hinten komplett frei ist. Dafür, dass er diesen großen Vorteil hat, sollten die KIs grundsätzlich schon mal zumindest zu gewissen Teilen seitlich angreifen können, finde ich. Das ist so der Sinn der Sache. Man kann ja mal testen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wolf da jetzt viel bessere Chancen hat. Aber... dieses Leichtseitliche ist ein kleines bisschen der Ausgleich dafür, dass der Wolf hier in einer komplett sicheren Ecke steht. Und der Arsch quasi geschützt ist, zumindest sofern hier aufgebaut ist. Wir können das dann mal schnell durchlaufen angucken. Ich meine, die Katapulte machen trotzdem noch ihr Ding. Ihr Katapult-Ding. Das Ding, was die Katapulte halt so machen, ne? Ja, doch. Ich glaube, so frontal sieht es für den Wolf besser aus. Aber das ist halt... Ich würde das jetzt schon sehr stark biased für den Wolf nennen.
Also jetzt hat der Wolf halt wirklich die allermaximalsten Vorteile. Er hat ein absolut geschütztes Hinterland, er hat Gegner, die nur von der Front kommen, was mit Abstand seine allerstärkste Seite ist. Ich weiß halt nicht, ob ich sagen will, dass es wirklich noch fair ist, wenn der Wolf die maximalsten Vorteile bekommt bei diesem knackenden Wolf. Dass die Gegner von den Seiten kommen, also zumindest von den leichten Seiten, war schon Ausgleich dafür, dass der Wolf so eine vorteilhafte Position hat. Ich finde, die Seiten sind ein bisschen ausschlaggebender. Um da so einen kleinen Test zu machen. Ja, jetzt wird es der Wolf gewinnen. Jetzt kommen auch schon die berittenen Bogenschützen. Ja, ich glaube, das soll ziemlich klar sein. Aber ich glaube, ich bleibe trotzdem lieber bei den Seiten und würde jetzt lieber schon mal hergehen und den Wolf auf Deathmatch-Spiel 10.000 setzen. Ja, das ist halt, die Störkatapulte am längeren Weg. Sie haben mehr Probleme, sich festzuhängen, zu glitschen, zu verbacken. Ich würde gerne erstmal die kürzesten und schnellsten Wege zum Wolf zumachen und dann, je nachdem, wie viel noch frei ist, die anderen Dinger besetzen. Kann ich eigentlich? Okay, das hätte es noch gegeben, aber das war so. Was gab es noch an Teil der Verdammten? Ach, das war noch das. Das war das. Ah, das ist eigentlich sogar noch besser, ne? Das war eins nach hinten. Ja, das war sogar noch ein bisschen weiter nach hinten. Ja, nehmen wir mal diese Version. Ich wollte gerade sagen, es gab doch zwei verschiedene. So, dann würde ich mal sagen, ein Wolf gegen zwei Schlangen, 10.000, der Deathmatch. Ab geht er. Deine Geräte von den Seiten klingt jetzt so beim Friseur belegt, wie du deine Haare heute haben willst. Einmal hier Seiten kurz mit Katapult, bitte. Dankeschön. Seiten Katapult gekürzt und hinten abgebrannt, bitte. Einmal. Ja gut, die rasieren da wieder ziemlich schnell rein, aber der Wolf hat eigentlich genug Stadtgüter, um schnell seine Türme und Truppen zum Einsatz zu bringen. Die 10.000 Gold sind nicht zu unterschätzen, zusammen mit den Stadtsteinen. Oh, und das Feuer ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Es brennt. Außerdem, man muss ja auch bedenken, die Katapulte kommen eigentlich relativ frontal von der Schlange. Es sind halt vor allem die Laufwege, die einen sehr großen Unterschied machen hier im Spiel. Ja, das könnte ein bisschen knapper werden, weil jetzt der Wolf baut auch schon Feuerballisten auf und so. Andererseits könnte das auch ein bisschen Geldverschwendung sein aktuell. Um den Vorteil wieder zu verspielen, den er mit den Stadtgütern hat. Gut, im Grunde, das haben wir schon viele angemerkt, im Grunde hat der Wolf eigentlich keinen Vorteil durch höhere Stadtgold, weil die Gegner ja ebenfalls den Stadtgutvorteil haben und dadurch, dass es mehr im Team sind, haben die eigentlich mehr Gold im gesamten Team. Aber die Schlangen fangen nicht so wirklich viel mit dem Gold an. Der Wolf braucht das viel, viel dringender. Deswegen ist der Wolf, je mehr Stadtgold er hat, trotzdem stärker, auch wenn der in starker Unterzahl ist. Außer natürlich, er kämpft gegen ebenfalls sehr viele Wölfe oder Late-Game-KIs. Aber solche Rascher-KIs sind gar nicht mal so bevorteilt von mehr Stadtgold. Der Wolf schon. Vor allem der Wolf. Also wenn es eine KI gibt, die von mehr Stadtgold profitiert, dann ist es der Wolf. Oh, der Tribok schießt da ein bisschen rüber und hat Spaß. Aktuell, der Wolf ist so halb aufgestellt, aber nicht so. Es könnte alles besser sein für den Herrn. Oh, die klettern hoch, aber die stürmen halt komplett durch, ohne sich um die Türme hier zu kümmern. Also einer hat mal ein bisschen was gemacht, aber ansonsten. Oh, die gehen alle durchs offene Tor aus. Hier werden offene Tore eingerannt. Ja, ich glaube, das könnte schon wieder. Ja. Alter Falter. Okay, wir müssen auf 20.000er Deathmatch gehen. Ich werde nicht vor euch niederknien. Seiten katapultieren und verlieren. Genau. Business in front, party in the back. Tag der offenen Tür war gerade wirklich. Tag des offenen Torhauses. Alles klar.
Ob wir heute überhaupt auf mehr als zwei Schlangen gehen müssen, ist die Frage. Außer wir setzen sie nach hinten hin. Ich meine, wir könnten, wenn wir jetzt schnell mit den Schlangen durch sind, natürlich auch vier Stück nehmen und nach hinten setzen oder so. Aber schauen wir erstmal. Ich glaube, irgendwann müsste der Wolf das schon schaffen. Gegen zwei. Von der Weile sowas wie ein Controller-Mod für Stronghold Crusader 1 gesehen. Die KI spielt eigenständig, aber der menschliche Spieler kann aktiv eingreifen. Echt? Sowas gibt's? Ein Controller-Mod. KI spielt eigenständig, aber der menschliche Spieler kann aktiv eingreifen. Meinst du jetzt, dass die KI den Spieler übernimmt quasi und spielt und du kannst selbst trotzdem was machen? Weil sowas ähnliches habe ich auch schon mal gesehen. Das hat damals FRA, glaube ich, gemacht gehabt. Kannst du mal ein bisschen genauer beschreiben, wie das funktioniert? Das würde mich mal interessieren. Jetzt ist der Wolf schon mit allen Türmen am Start, wenn der erste Angriff kommt. Das könnte jetzt die ganze Sache ein bisschen interessanter gestalten. Ich glaube, jetzt müsste es der Wolf eigentlich schaffen. Das sagte er und die Meuchelmörder sind schon wieder drin. Alter, was ist denn hier los? Ich habe gesagt, jetzt schafft's der Wolf. Das hört auf mich hier. Ja, Alter. Nein, Wolf. Ich weiß, brennen ist heutzutage in. Aber man muss nicht jeden Trend mitmachen. Okay, das ist. Die Baumeister sind halt noch nicht drin, ne? Da macht es noch gut Bum-Bum. Aber ja. Schlange S-Tier, ja genau. Das ist keine Mod, sondern eine präparierte Karte. Man kann Karten mit dem Tool öffnen, auf diesen Karten kann man Spieler 1 gleichzeitig mit der KI spielen. Ah, das ist also doch das, wovon ich schon mal gehört habe, weil das ist, da stand damals schon die Diskussion offen, inwiefern das, man das machen kann und Sinn ergibt. Ja, die schlängeln sich gerade wirklich in die Burg rein vom Wolf aktiv, ja. Aber jetzt ist der Wolf eigentlich ausgebaut. Jetzt geht auch die Wirtschaft bald los. Also ich glaube, der Wolf wird jetzt bald Hallo sagen. Der Druck nimmt langsam ab. Anders als Emils Mutter. Der einzige Druck, der bei ihr zunimmt, ist der vom Arbeitsamt. ja. Wenn der Emir eine reale Person... Gut, es gibt reale Emire, aber der Stronghold Emir eine reale Person wäre, ich glaube, ich wäre Staatsfeind Nummer 1 bei dem auf der Liste, ey. Nur wegen der Mutterwitzen, den ich immer mache. Okay, gut. Die Schlangen greifen nach wie vor die ganze Zeit an, aber bis da wirklich mal so richtig die Party abgeht... Ich glaube, der Wolf wird jetzt zurückschlagen. Ich glaube, jetzt bräuchte es mindestens die dritte Schlange. Dachte ich mir. Der Kalif, also Kalif, Kalif, Kalif gegen Kalifen. Der Wolf gegen die Kalifen, das werden wir heute haben. Das werden wir heute haben. Yay, noch mehr Schlangen. Die meisten Katapulte ungenutzt. Jupp, das wird sich der Wolf holen. Ziemlich safe. Wisst ihr, was lustig wäre? Wenn zwei Schlangen den Wolf schaffen auf den meisten Einstellungen, aber zwei Richards nicht. Ich würde so lachen, aber ich glaube, zwei Richards sollten das auch gut hinbekommen. Also eins gegen eins, obwohl mit 2000 Startgold können wir mal einen Wolf gegen Richard. Also ja, ich würde Richard mal in die Rechnung mit hinzufügen. Und sagen, wenn wir mit Schlange und Kalif durch sind, gibt es noch einen kleinen Bonus gegen Richard. Und da spielen wir dann auch ein bisschen mit rum. Aber ich glaube, das sollte sich ziemlich schnell entscheiden. Spätestens, wenn ein zweiter Richard mit dazu soll. Also ich glaube, zwei Richards sollten da schon relativ früh genug Druck machen können. Aber mit 40.000 Startgeld könnte es noch interessant werden. Da könnte es vielleicht einen dritten brauchen. Aber ich glaube, mit drei Richards sollte es dann entschieden werden. Warte, vielleicht. Sagen wir es mal vielleicht. Ja, Wolf jetzt am Ausrücken. Ausrücken. Rücken, ne. Wolf am Ausrücken, ne. Aber truppentechnisch sieht das ziemlich ausgeglichen aus. Die Qualität ist was anderes, aber truppentechnisch sieht es interessant aus.
Uiuiui, jetzt ist die Burg aber wirklich nahezu voll besetzt hier. Bogenschützen. Der Wolf müsste bald mal wieder angreifen. Ist sein, hat schon angegriffen und ich habe es irgendwie verpasst. Nein, Wolf, das tötet Leute. Ich hoffe, also aktuell sind die KIs auf Einstellung schwächster. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Spätestens, wenn noch mehr Schlangen kommen, wenn es überhaupt notwendig ist. Und mal welche in der Backline sind, dann könnte es sein, dass die dann angegriffen werden. Aber ja, wird sich zeigen. Der Wolf beschießt gerade beide Akten. Gut, immer wieder abwechselnd. Mal den einen, mal den anderen. Es ist lustig, wenn die Schlangen das durch irgendein Überraschungsmanöver doch noch drehen, aber ich glaub's nicht. Kriegen nicht mal mehr die Belagerungsgeräte richtig aufgebaut. Ich glaube, der Wolf wird's jetzt mit irgendeinem bekommenen Angriff für die erste Schlange umnudeln, dann gleich den Angriff hinterher und dann gibt's Freibier. Okay, der ist tatsächlich nicht schlecht, Sina Evil. Schweinszähne sind wie Bochum und Duisburg. Da ist noch Essen dazwischen. Ha, schön. Alter Falter. Jetzt will der Wolf's aber echt wissen. Ich muss zugeben, die Lage ist... Nun ja. Schafft das noch? Ich glaube, die Schlange überlebt es noch. Krass. Surprise, surprise. Und die rote Schlange mischt sich ein und schafft überhaupt nichts. Obwohl, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Schwängleres, was? Ich habe Freibier gehört. Ja, genau. Wir unterdrücken Düsseldorfer Geräusche von der anderen Rheinseite. Durch Noise Cancelling. Ah, Mann. Eine Nachricht der Schlange. Na? Ich muss zugeben, da geht's noch ein bisschen mehr, aber jetzt soll es eigentlich die gelbe Schlange erwischen. Nun ja. Es sei denn natürlich ein Feuer. Ja, ich glaube, das Feuer soll den nicht übergreifen. Das soll es gleich sein. Eine Nachricht der Schlange. Also, guckt euch mal an. Also, wenn dann mal später richtig viele Schlangen kommen, ich glaube, dann wird auch selbst ein voll ausgebauter Wolf richtig große Probleme bekommen. Schon allein mit der Bogenschützenanzahl. Eine Nachricht vom Wolf. Der Meister hat den Wunsch, die Herrschaft über eure Länder zu übernehmen. Hui, wird eine Bogenschützen. Snake One abgehakt. Snake Two fällt gleich hinterher. Vor allem, das könnte, vielleicht ist es schon genug Power. Schauen wir mal. Wird sich wohl zeigen. Ich meine, die hacken jetzt gut auf. Alles wieder rein. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. So, dann wissen wir schon mal, dass wir auf drei Schlange holen können. Das wäre auch zu schade, wenn es schon zu schnell vorbei wäre, ne? Nachher geht das Stream nur eine Stunde oder so. Obwohl, wir sind ja jetzt schon eine Dreiviertel dabei. Hey, wir haben jetzt dann am Ende vielleicht wirklich eine Stunde für die Schlange, dann eine Stunde für die Kalifen. Vielleicht nochmal eine halbe bis eine Stunde hinten dran für kleine Specials oder den Richard-Kampf oder so. Da sind wir doch eigentlich ganz gut dabei heute.
So, dann extra Schlange. Extra Schlange, extra Schlange. Schlange Nummer 3, da sind wir doch dabei. Ab geht die nächste Runde. Gott, warum diskriminierst du die KI? Welche meinst du? Den Ab, den Wolf oder die schwache, hässliche? Ja, jetzt haben wir halt noch einen Katapult-Spammer mehr. Das könnte ziemlich brutal werden, ziemlich schnell. Ich sehe nur noch Steine fliegen. Wir werden überfallen. Alter, weil, okay. Ab 3 Schlangen wird es langsam an, wirklich pervers zu werden. Oh, guck mal, da kommt jemand angebrannt. Das sind die Flentenranzenträger. Oh, nee. Alter, wie schnell ist denn das jetzt bombardiert? Das ist ja... Das ist ziemlich durch. Ja, ich glaube... Ich frage mich, ob da selbst 40.000 Stadtgold helfen. Ich glaube, das ist ein Schlangenspam. Wir können... Da bezweifle ich selbst, dass ein Saladin das schafft. Guckt euch mal die Katapulte an, das ist ja krank. Das sind nur 3. Da könnten noch 4 Schlangen mehr rein. Shit. Was? Warum versuchen die, die Abgabestelle anzuzünden? Sag mal, was ist mit euch verkehrt? Oh, see you later. Jetzt habe ich es wieder verstanden. Stimmt, ich kenne dich ja. Danke für den Euro. Yay. Was ist mit denen? Warum machen die das? Oh, jetzt. Hey, die sind aber ziemlich schnell verschwunden, die Katapulte. Aus welchem Grund auch immer. Sieht trotzdem nicht so gut aus für den Wolf. Einfach just for fun. Ey, gut, bei 40.000 mache ich es dann. Weil Wolf Hammer 40k. Wir machen mal aus Spaß einfach mal nur maximale Zahl an Schlangen, bevor es zum Kalif übergeht. Ja, ich glaube, hier sind wieder ein paar Katapulte aufgebaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Kann auch sein, dass ich mich irre. Ich bin von ihren umgeben. Wo aktuell... Diese Katapultkarawane. Die wollen gerade alle rein. Aber jetzt werden die Katapulte langsam Stück für Stück abgeschossen. Ob es viel bringt, ist die andere Frage, weil da ständig Nachschub kommt. Der heutige Wetterbericht. Steine. Viele. Oh, da brennt was. Guck mal. Aber das hier ist eigentlich vorher festgebaut. Also der zweite Abschnitt sollte nicht anbrennen. Oh. Der Wolf wünschte sich jetzt, der zweite Abschnitt würde brennen. Aus offensichtlichen Gründen. Oh Gott, die lanzen sich durch. Na, die Schlange hat gerade der mit dem Wolf lanzt gespielt. Okay. Schön. Dann müssen wir hochgehen. Dann müssen wir hochgehen. Auf 40.000. 40k, 40k-1000. Ja, genau. 40.000er Wolf. Ab geht er. Nächste Party. Ja,
Jetzt müsste eigentlich, der Wolf hat jetzt eigentlich alles Geld der Welt, um sich hier seine Traumburg zu bauen. Hier, der Wolf, weil der Wolf kriegt die 40.000, verabschiedet sich, setzt sich von der Karte ab und setzt sich irgendwo in hier in Dubai ab. Ey, so war das nicht geplant. Gib sofort mein Geld zurück. Hier geblieben. Verpiss dich einfach. Ich meine, die Schlangen können jetzt natürlich auch Katapulte spammen, noch ein Löcher mit dem Startgold, aber... Ich habe noch ein bisschen meine Hoffnung für den Wolf, dass es vielleicht eine vierte Schlange noch braucht. Was? Die vier Reiter der Stronghold-Apokalypse. Feuer, Katapult, Bim, Berserker, Ritchie und Feuer. Und nochmal Feuer halt. Das ist die Nicht-OP-Variante, alles klar. Der Beschuss ist echt heftig, aber der Wolf hält noch so halbwegs. Was sagen seine Finanzen? Richtig große Reserven hat er aber nicht mehr, der Bursche. Könnte zumindest besser aussehen. Und die Angriffe hören so schnell auch nicht auf, ne? Quetsch, quetsch. Noch mehr Angriffe, noch mehr Beschuss. Was zur Hölle ist denn hier los? Was ist das für eine Party? Hä? Alter, was bin ich sehend? Was passiert hier? Ich sehe Pech. Okay, es buggt gerade extrem. Das waren die ganzen... Alter, so fühlt sich's auf LSD an. Ich krieg... Jetzt verstehe ich. Dieser Bug tritt selten... Okay, ich habe von diesem Bug gehört, aber was zur Hölle hat denn jetzt ausgelöst? What? Jetzt werden die ganzen Modelle werden durchgewechselt, von allem, was es gibt. Übelste Party hier, was ist denn jetzt los? Ich möchte doch nur KI-Kämpfe machen, Leute. Was hat das jetzt ausgelöst? Ich wusste mal, was diesen Bug auslöst. Das ist so lange her, dass ich den mal gesehen habe. Ah, schön. Die ganzen Modelle werden durchgeswitcht, die auf der Karte existieren. Einfach. Ja, ich würde mal sagen, alles läuft. Alles läuft, wie es sein soll. Ja, das ist einfach die Stronghold Party Hard Edition. Oh Gott. Ich glaube, das müssen wir nochmal... ich glaube, das müssen wir nochmal neu starten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Lustige ist, grundsätzlich funktioniert das Spiel sogar noch. Also die Angriffe finden noch statt und solche Sachen, aber es ist für den Spieler nicht mehr wirklich schaubar. Wenn man wüsste, was den Bug auslöst, dann wäre er schon behoben. Also was die Community angeht, dann schon. Was Firefly angeht, wäre ich mir nicht so sicher. Ja, ich glaube, das starten wir nochmal. Alter, das wird immer schlimmer. Ich glaube, das starten wir nochmal neu. Okay, nochmal von vorne. Speichern und laden hilft? Oh, okay. Egal, machen wir es einfach nochmal. Passt schon. Und Bombardement! Katapulte, Bombardement!
wieder ordentlich Katapulte los. Aber die werden wieder aktiv abgewehrt noch. Das ist ja, was alleine zwei Ballisten ausmachen können, wenn die Katapulte snipern, ne? Das ist Wahnsinn. Gut, die Wangen natürlich auch, aber die Ballisten sind halt wichtig zum Wegsnipern. Effektiv. Bevor die zu viel Schaden anrichten. Der Wolf hat gerade seine Adresse online gepostet, oh. Das ist, so ist das Knack dem Wolf entstanden, ne? Der ist so online rein, der hat gesagt, hier, meine Adresse, traut euch, kommt vorbei. Und so fing das alles an. So hat der ganze Leidensweg des Wolfs begonnen. Deswegen wird er jetzt den ganzen Tag nur verdroschen hier in den Knack dem Wolf-Streams. Ja, der Wolf hält noch so halbwegs, aber der Druck ist trotzdem nicht ohne. Aber wisst ihr was? Was vorhin schon hieß, speichern, laden. Knack den Wolf 3. Speichern. Speichern wir mal. Oh, der Wolf für den ersten Gegenangriff. Das könnte wirklich ein interessantes Match werden hier. Die vierte Schlange könnte das wirklich noch brauchen. So wie es aussieht. Finde ich gut. Obwohl, noch ist es nicht vorbei. Hi. Wie die halt so davor standen vom Tor aus. Weißt du, es sind Meuchelmörder, ne? Und die stellen sich mitten vors Tor aus, gucken hoch. Oh, schade, da kommen wir wohl, die lassen uns wohl nicht rein. Müssen wir einen anderen Weg finden. Sag bloß, der Wolf schafft es mit dem ersten Angriff. Schafft er das jetzt mit dem ersten Angriff? Letztes Mal hat er doch immer versagt, wenn es darum ging. Ja, Tatsache. Hä? Gut? Das war wahrscheinlich einfach gerade unglaublich glückliches Timing. Wir eine Nachricht vom Wolf. Der Meister hat den Wunsch, die Herrschaft über eure Länder zu übernehmen. Macht euch bereit. Okay. Läuft soweit. Wolfis nächster Angriff. Jetzt wird er halt wirklich. Jetzt gibt's Schlange zum Mittagessen. Oh ja, zum Abendessen, wenn man auf die Uhrzeit schaut. Und zack, die nächste. Ja, der 40k Wolf. Der braucht 4 Schlangen, mindestens. Ich dachte wirklich bei dem Katapultspam, als ich den gesehen habe, das war's für ein Wolf, aber wenn da mal richtig alles steht, ne, dann ist die Party am Laufen. Und nein, nicht der Herrschaft. Bringt ein paar Beefies vorbei wenigstens. Oh, dann nicht so, das geht jetzt aber echt schnell. Oh, und see you later. Danke für die 2 Euro nochmal. Endlich fand's das Tipp wieder. Ach so, die Spenden. Kein Error mehr. Ach so, gab's immer wieder meinen Error, oder wie? Oh, interessant zu wissen. Eine Nachricht der Schlange. Ach, schlängel dich doch weg. Sieh zu, dass du Schlanz gewinnst. Okay. Was bin ich denn hier unten? Lass mich gefälligst zurück hoch zur Map. So. Das ist die Version. Ja, die Version hätte ich gerne. Danke. Zack, die gelbe war da. Die war hier. Und dann gibt es jetzt noch eine extra Schlange. Yay. Die blaue Schlange ist dabei. 4 Schlangen gegen einen Wolf. Jetzt wird es interessant. Die kommt mit da oben hin. Dann, wenn es noch eine weiter braucht, kommt die, wird so langsam ausgefüllt. Alles klar, weiter geht's. 4 Schlangen. 4 the Snake. 4 the 4 Snakes.
Klappt auch nur, wenn du Denglisch draus machst. Alter. Ich könnte mal von Spieltempo viel zu hoch gerade. Alter, Hauptsache der Wolf brennt schon. Das geht vielleicht schneller als gedacht. Wahrscheinlich sind 3 zu wenig und 4 zu viel. Komm mit. Okay. Okay. Schlange, ganz ehrlich, das muss jetzt kein 1-Minuten-Sieg werden, ne? Das ist jetzt bitte kein Ultra-Rastort. Nur zu, tötet mich. Ich werde nicht vor euch niederknien. Okay, nur um es reproduzieren zu können, ich versuche es einfach nochmal. Grüße aus dem Griechenland-Urlaub. Grüße zurück. Das ging jetzt ein bisschen viel zu schnell. Also, das ist halt nur eine Schlange mehr, in Anführungszeichen. Aber trotzdem, vorher von relativ ausgeglichen und Wolf holt das Ding zu absolut einseitiger Ultradominanz, das ist ein bisschen krank. Die vierte Schlange war die Surprise Snake, ne? Das ist ja richtig Wahnsinn. Das war vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Der Golf kam nicht mal dazu, sein Geld auszugeben, ne? Das war ein Ultra-Rush. Das war ein Rush aus dem Bilderbuch. Oh, da kommt die Feuerwehr. Stell dir mal vor, du bist jemand von der Feuerwehr und wirst von jemandem oberkörperfrei mit einer Fackel verprügelt. Da weißt du auch, dass im Leben was schiefgelaufen ist. Vielleicht, apropos schiefgelaufen, vielleicht lief vorhin irgendwas schief, einfach nur. Vielleicht, es sind halt die ganzen Meuchler, ne? Die hier durchkommen und alles wecken. Oh, die Feuerwehr, was sind sehr früh da? Ich meine, okay, jetzt. Ja, jetzt sieht's besser aus. Jetzt sieht's besser aus. Das war, glaube ich, nur Glück von den Schlangen. Das war alles nur Glück. Einigen wir uns auf Unentschieden. Alter, aber die Katapulte. Ach du, hei. Die Katapultschlange der Schlangen. Was sagt das Geld? Das Geld sagt, ja, Wolf hat immer noch 10.000 Reserve. Das sollte eigentlich noch gegenhalten können. Alter, die Götter. Bam. Schauen wir mal kurz von dieser Perspektive, um mal zu sehen, wie das Bombardement so stattfindet. Für alle Leute, die es verwirrt, keine Sorge, stäbelt da oben. Nur mal um zu sehen, wie es aussieht, wie hier das Bombardement stattfindet. Da kommt echt... Oh, Alter, guckt. Als würde da gerade sich eine Panzerdivision in Bewegung setzen, ey. Aber die kommen halt zu nah ran, um zu schießen, ne? Ah, jetzt schießen sie. Nahkampf, alles klar. Nahkampf, wo ihr Nahkrampf in dem Falle. Oh, und der Wolf... Ja, guck mal, das ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Oh, hi. Lord Woodman, danke für die 50 Euro. Da wird ja, das ist ja, du kommst ja direkt frisch aus dem Königreich Göndia eingeflogen, ey. Mit dem Greifen. Mit dem Adler, Entschuldigung. Warum sag ich Greif? Gandalf der Dollargrüne. Ist gekommen. Um der Fett neue Hoffnung zu geben. Faust, Maus, einsatzbereit. Oh, Generous muss ich auch mal wieder spielen. Mann, so viele Spiele, die ich mal wieder spielen will und mir angucken will und allgemein. Oh. Ach, deswegen kamen die angefahren da hinten. Weil die sich da hinten aufbauen. Langsam geht wieder Platz aus für die Belagerungsgeräte. Du sollst eine Nachricht einbinden, sobald jemand Geld gibt. Es ist halt auf YouTube gar nicht mal so einfach. Da müsste ich mal gucken, ob ich das irgendwie mal einstelle. Es ist halt auch nicht so, dass das passiert halt nicht so oft, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt absolut notwendig. Außerdem, ich achte ja immer drauf und sage es zumindest immer. Viele Grüße aus Kosovo. Viele Grüße zurück. Viele Grüße in den Kosovo. Ah, von den ganzen Geräten ist halt... Okay, die Feuerballiste könnte natürlich Schaden anrichten, wenn sie mal irgendwo sinnig hinschießen würde. Ja, das wird jetzt doch interessant. Entweder ist es ein Ultra-Rush oder es wird interessant. Das ist auch irgendwie interessant. Interessant.
okay, okay, okay. Die Schlangen greifen weiter an, aber ich glaube, jetzt ist der Wolf wirklich dabei, das zu halten. Da ist einiges an drinnen Bogenschützen unterwegs. Das sagt die Schatzkammer des Wolfs. Na, obwohl, der knabbert die ganze Zeit an seinen Reserven. Der hat schon zu kämpfen hier. Wirst du Frostpunk 2 spielen? Wahrscheinlich. Ich sag mal wahrscheinlich. Mal gucken, wie sich's einplanen lässt. Und wenn dann, ob als Stream oder als Let's Play, wird sich auch zeigen. Ich habe schon fast das Gefühl, dass Frostpunk 2 sich, also schon der erste Teil, sich eigentlich mehr als Stream eignen würde, statt Let's Play-Folgen draus zu machen. Ich meine, ja, ich weiß, für Frostpunk 1 würde mir auch noch hier der letzte Herbst fehlen und sowas, also Last Autumn und so. Aber, Weitere Anus Griffus. Nur gehen die ein bisschen daneben. Es kann sein, dass es wirklich noch eine fünfte Schlange braucht. Und dann hoffen, dass der Wolf nicht einfach weggerascht wird. Pick, 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 pick. Okay, dann beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Und der Wolf greift wieder an. Sobald die erste Schlange fällt, ist das Ding, glaube ich, entschieden. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Und wohin geht's, die Party? Auf diese Schlange. Interessant. Ja, das war ziemlich souverän abgewehrt. Ich meine, die Patrouillen haben jetzt ziemlich lange, sind ziemlich lange am Kämpfen gegen den Wolf immer. Mittlerweile gibt es doch mehr Spiele, von denen du sagst, dass sie sich mehr für den Stream eignen. Hm, nicht unbedingt. Also alle Spiele mit relativ kürzeren Missionen, würde ich sagen, eignen sich für ein Let's-Play-Projekt mehr. Zum Beispiel Command & Conquer-Spiele, die ich noch spielen will. Sowas wie Tiberian Sun oder sowas. Die Kampagne. Das wäre für ein Let's-Play viel besser geeignet. Aber wirklich so Spiele, bei denen sich eine einzelne Runde, und das ist ja bei Frostpunk so, wo du eine Runde spielst und die kann sich auf 3, 4, 5 Stunden oder so ziehen, das ist halt wirklich für einen Stream besser geeignet, als es immer in Folgen zu unterteilen. Um es dann einem Stück präsentieren zu können quasi. In der ersten Hinsicht hat sich YouTube halt gewandelt, weg vom, oh Gott, die Schlange wurde gerade geräumt, weg vom, von der Mentalität, es wird alles zusammengehäckselt in 10 bis 15 Minuten Parts, wie es ganz zu ursprünglich YouTube mal war, und alles unterbrochen bis hin zu, man haut den gesamten Run an einem Stück raus, ne? Ich habe zumindest ja auch so einen Zwischenweg gewählt, dass ich viele Spiele nehme, bei denen Missionen eine halbe bis eine Stunde gehen und die dann so als Ganzes hochlade. Ah, die gelbe Schlange. Lustigerweise die gelbe. Ich dachte wirklich, die rote wird vielleicht angegriffen, weil die ja eigentlich mehr geschwächt war. Aber okay. Bonk. Aber ich glaube, die Schlange könnte das überleben. Andererseits, da kommt eine ziemliche Nachhut. Ne, ich glaube, sie überlebt es nicht. Und tschüss. Oh, und da gab es gleich noch eine gute Geldspritze, ey. Holla, ja, das braucht echt noch eine Schlange mehr. Hast du vor, Siedler 3 bis 4 zu Let's Playen? Ja. Siedler 3 bis und 4 will ich mir nochmal angucken irgendwann. Ob, wie, in welchem Format und ob überhaupt auf YouTube oder Twitch oder ob ich es mir nur privat anschaue, kann ich noch nicht sagen. Mittlerweile dürfen dann wieso noch 90 Sekunden gehen, um in die Trends zu kommen. Ja gut, in die Trends will ich gar nicht kommen. Wenn ich jemals in den Trends bin, das ist halt so. Ja. Bei so einer Flut spült es auch ziemlich viel Kacke mit. um es mal irgendwie halbwegs adäquat zu formulieren. Ja, ja, was sammeln die sich alle auf der Außenmauer?
Bin ich fertig mit dem Tavernenspiel? Grundsätzlich bin ich mit Tavern Master fertig, soweit wie es damals erstanden war. Ich habe aber gehört, dass vor kurzem ein großes Update rauskam. Das heißt, da mal wieder vorbeizugucken wäre tatsächlich auch eine Idee. Aber ich möchte jetzt nicht zu viele Baustellen gleichzeitig haben. Ich würde mal sagen, diesen Freitag, vor allem wenn mein PC bis Freitag immer noch nicht da ist, gibt es erstmal nochmal eine Runde hier von dem Tower Defense Spiel hier, Rogue Tower. Da schaue ich mal, dass ich jetzt Rogue Tower soweit fertig abgeschlossen bekomme und dann gucke ich mal, dass ich mir die Evil Dynasty noch irgendwie zu Ende bekomme, die Streams, die ich da mache. Und dann kann ich mich auch mal wieder ein paar neuen Projekten widmen und habe dann nicht mehr so viele, die ich hinterher schleife quasi die ganze Zeit. Medieval Dynasty wird ja auch nicht mehr so lange dauern. Ich meine, ich habe da jetzt noch die Schweinefarm demnächst. Die Tierfarm wollte ich noch hochmachen und mir das Pferd angucken. Und dann war ich eigentlich auch so weit glücklich, dass ich sage, okay, dann lassen wir es erstmal dabei wieder sein. Dann bin ich, was Streams angeht, wieder für neue Projekte mehr geöffnet. Ohne alte zu sehr zu vernachlässigen. Und was reine Let's Play-Projekte angeht, wird es jetzt auch, obwohl Stronghold Warlord, sobald es fertig ist, wird durch den Kreuzzugmarsch ersetzt. Und die Age of Empires Reihe geht jetzt auch erstmal noch ein bisschen weiter. Aber vielleicht gibt es auch eine Zwischenpause, wird sich zeigen. Um mal andere Projekte mit einzubringen. Ich guck mal, dass ich irgendwie mal wieder Platz und Luft mache, um mal wieder andere Spiele zu machen. Weil ich weiß, ich merke ja selber, wie die Liste immer länger wird an Spielen, die ich mir unbedingt nochmal angucken will oder die ich mal Let's Playen wollte. Genau wie Overlord 1. Overlord 1 wollte ich mal machen. Command & Conquer Tiberian Sun steht schon seit Ewigkeiten aus, dass ich das endlich mal mache. Ich brauche mal wieder ein bisschen Luft irgendwie für einige Projekte, da was reinzuschieben. Von daher gucke ich mal wieder, wie ich das mache. Kennst du den YouTuber Gray Still Plays? Nee, das sagt mir jetzt nichts so spontan. Wir werden überfallen. Oh, da kommt sie wieder, die Kavallerie. Und sie wurde weggelanzt. Wann geht's weiter mit Command & Conquer? Ja, als nächstes großes Projekt steht eigentlich Tiberian Sun an. Mit Add-on. Mal gucken, wann ich dazu komme, das richtig gescheit zu machen. Uiuiuiuiui, jetzt kommen alle gleichzeitig, Wahnsinn. Alter, was ist denn hier los? Oh, ein Belagerungsturm. Ist er besetzt? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, die rote Schlange wird es jetzt zerhacken. Der hassverschackende Schlangenzerhacker kommt jetzt. Und rein da. Eine Nachricht der Schlange. Verschont mich. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Ja, und das neue Age of Empires 2 DLC, da kann man ja auch die neuen Völker sich mal, die neuen Völker sich mal angucken und so. Ja, gibt noch eine ganze Menge. Oh. Der Kreuzzug mal schon besseren KIs, der steht sowieso an. Spätestens nach Stronghold Warlords mit den Scharmützelzug, den ich dort spiele. Kann es eigentlich sein? Nee, ich glaube, das wird noch falsch angezeigt. See you later. Danke nochmal für die 8 Euro. Thanks, dass du immer pro Mission eine Folge machst. Egal ob 20 oder 60 Minuten. Ist sehr angenehm zu schauen. Danke, dass Überlänge zum Standard wurde. Da habe ich lange mit... Das ist aber auch einer der Gründe, gerade diese Überlängen, dass ich gar nicht mehr so viele Projekte... Ihr merkt ja, es gibt selten mehr als ein Video am Tag. Und das ist halt wegen den Überlängen. Die Zeiten... Es gab ja mal Zeiten, da habe ich 2 bis 3 Videos täglich gemacht. Aber das waren eben auch Zeiten, wo die Videos nur 20 Minuten gingen, ne? Jetzt mittlerweile setze ich mich halt wirklich... hin und komme gerade mal so, was auf meine Aufnahmezeiten angeht, die ich durchschnittlich habe, gerade mal so dazu, überhaupt so die ein Video am Tag zu bringen. Einfach weil die Folgen jetzt so lange werden. Was natürlich auch ein bisschen der Varianz schadet, aber andererseits bin ich mit den Projekten schneller durch. Also wenn ich nicht gerade wieder solche ultra-lang-Projekte habe, was übrigens auch einer der Gründe ist, warum ich das letzte Spellforce-Add-on immer noch nicht angefasst habe, weil ich weiß, dass mich das über Monate beschäftigen wird. Ja, es ist... Es ist schwierig, da gerade wirklich mit meiner To-Do-Liste voranzukommen. Oh ja, erst mal gucken, was mein neuer PC sagt und wie gut ich da Sachen machen kann.
Ich hoffe, ich kann da auch wieder... Weil ich habe eine Weile gebraucht, um Command & Conquer Tiberian Sun bei mir richtig einzustellen. Da habe ich ja eine Weile dran gearbeitet, dass das gut läuft. Und ich hoffe, dass ich das jetzt gut beim Umzug mitnehmen kann. Ich meine, ich werde meine Hauptfestplatte klonen. Und die anderen Festplatten nehme ich einfach mit, zusätzlich zu den extra Festplatten, die mein neuer PC hat. Also eigentlich müsste es funktionieren, aber man weiß ja nie bei so einem reinen Umzug. Schauen wir mal. Und Prügelsepp, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Willkommen als Herzog auf dem Kanal. Du hast jetzt das tolle, auch das tolle Herzog-Symbol. Angefangen mit der Ratte und irgendwann geht's bis zum Wolf. Bis zur Unendlichkeit. Tiberian Twilight. Es gibt ja sowieso noch ein paar Command & Conquers, die mir fehlen. Selbst wenn ich Tiberian Sun habe. Dann fehlt noch Tiberian Wars. Das ist auch noch einer der guten Command & Conquer Teile, die ich noch zeigen will. Dann fehlt irgendwann noch Alarmstufe 3. Ist jetzt nicht wirklich mein Lieblings-C&C, aber man kann es noch zeigen. Und Tiberian Twilight ist wirklich so das, was ich zeigen will, wenn ich wirklich überhaupt nichts mehr habe und Command & Conquer machen will. Der Wolf kommt raus. Finanzielle Einbußen. Nö, im Grunde nicht. Im Grunde nicht. Eine Nachricht zur Schlange. Ich muss zugeben, die Lage ist... nun ja. Ich glaube, das muss gleich für diese Schlange gewesen sein. Hallöchen. Jep, das war's für ihn. Oder? Moment mal, hä? Wo kam jetzt dieser Volkssturm gerade her? Hä? Okay, alles klar. Es hat mich jetzt gewundert. Irgendwie hat es gerade einen Wolf zerlegt. Interessant. Alarmstufe Rot 1 Add-on. Ja, stimmt. Ja, ich habe ja nur von Tiberian Sun die Add-ons gespielt, ne? Also hier die Extra-Missionen von der Alarmstufe... von Tiberian Sun, vom Tiberian-Konflikt. Von der Alarmstufe Rot habe ich die Extra-Mission gar nicht gespielt gehabt. Aber ich glaube, die würde ich jetzt auch nicht weit vorne ranschieben. Das wäre vielleicht irgendwann mal als Extra. Da würde ich Tiberian Sun und Tiberian Wars mal ein bisschen bevorzugen. Ziehst du nochmal um? Nein, Fnatic, ich meine nicht physisch umziehen, ich meine PC. Ich habe einen neuen PC bestellt letzte Woche. Der ist halt immer noch nicht, da wurde noch nicht mal verschickt bis jetzt. Beziehungsweise, sagen wir es mal so, nee, ich habe mir nicht einen PC als Ganzes bestellt, beziehungsweise schon, aber ich habe mir selbst zusammengebaut. Ich habe mir selbst einen PC zusammengestellt mit meinen Wünschen und Vorstellungen. Dementsprechend dauert das wahrscheinlich auch ein bisschen länger, weil er wird ja noch, das ist kein kompletter Fertig-PC. Ich habe ihn selbst zusammenbauen lassen und er wird jetzt zusammengebaut. Und das braucht halt noch jetzt ein bisschen wahrscheinlich, bis es soweit ist. Aber ja, dementsprechend schaue ich jetzt da einfach, dass ich meine alten Daten so gut es geht umziehe hier rüber zum neuen PC. So meinte ich das. Und der Umzug war jetzt darauf bezogen, dass ich unter anderem meine Hauptfestplatte klone. Auf die neue SSD, die ich bekomme. Und so weiter und so fort. Was die Spezifikation angeht, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht ganz genau sagen, was er hat. Ich weiß auf jeden Fall, also eins, was ich sicher sagen kann, ist, dass eine 3080 Ti drin ist. Von Nvidia. Und ein 8-Kern-Prozessor, das war mir wichtig. Dass ich mal mehr physische Kerne habe, weil das ist gerade, wenn man streamen und aufnehmen will, wichtig. Welches Modell ganz genau weiß ich, also habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es war ein Intel auf jeden Fall. Ich habe lange überlegt zwischen Intel und Ryzen. Also AMD. Und habe mich dann doch für den Intel entschieden, weil der mit dem gerade mit dem System, das ich zusammengestellt habe, ein bisschen besser harmoniert hat. Und ansonsten noch jede Menge andere Spezifikationen. Auch eine halbwegs gescheite Soundkarte hinzu, da ich nicht mehr auf die externe angewiesen bin und so weiter und so fort.
Aber ja, sobald das PC dann da ist, dann bin ich erstmal einen Tag damit beschäftigt, hier wie gesagt mit dem Klonen und alles rumsetzen. Dann werden die alten Festplatten, also die restlichen Festplatten, die ich jetzt habe, die baue ich noch in den neuen mit ein. Und dann werde ich noch die Partitionen ändern, hin und her. Und dann schaue ich mal, wie gut das alles noch funktioniert, vor allem die ganzen Spiele, die ich vorbereitet habe, dass ich die mal let's playen kann irgendwann und noch nicht dazu kam. Wie eben Command & Conquer Tiberian Sun und so. Im September gibt es neue Nvidia Graphics. Ja, aber jetzt darauf wollte ich jetzt nicht mehr so lange warten. Weil nach dieser Mentalität habe ich schon einige Grafikkartengenerationen übersprungen. Weil ich mir dachte, ah komm, da kommt dann später sowieso noch eine nächste bessere. Und dann nochmal eine, dann nochmal eine. Und jetzt ist mein PC auch schon wieder 6 Jahre alt. Oder fast 7. Und ich merke halt schon wirklich, wie es langsam... Also meine Grafikkarte zumindest, ich habe jetzt noch die 89 Ti. Also schon wirklich einige Generationen alt. Und die fängt immer mehr an zu schnaufen. Sie funktioniert noch ganz gut. Aber ich merke jetzt, dass die Jahre so langsam sie mitgenommen haben. Und selbst mit regelmäßigen Reinigen und nochmal Pflegen und sonst irgendwas, merke ich, dass die jetzt langsam immer schneller heißer wird und immer mehr schnauft. Wo ich mir einfach denke, okay, jetzt braucht es wirklich langsam mal. Und von CPU will ich gar nicht erst anfangen. CPU würde ich sowieso gerne mal eine bessere haben, um mal gescheiter aufnehmen und rendern zu können. Die ist auch schon sehr, sehr alt mittlerweile. Und wenn man schon soweit ist, die CPU auszutauschen und das Motherboard eh nicht mehr großartig neue Modelle mitmacht, dann kannst du eh komplett einen PC neu zusammenstellen. Deswegen kommt er gleich. Rüst dich gar nicht partiell auf, sondern mach gleich ein komplett neues Ding. Wo ich meinen PC zusammenstellen lassen habe, auf Empfehlung von einem Bekannten, der auch PC-Bastler ist quasi, habe ich dann eine Seite genommen. Ich müsste nur mal gucken, wie die nochmal... Ich habe den Namen leider nicht im Kopf. War aber eigentlich eine ganz gute Seite, muss ich sagen. Wenn die Blaue schneller gewesen wäre, würde die gut, aber wofür? Also, das Spiel ist eh für die Schlangen schon vorbei. Also, selbst wenn die jetzt einen Angriff mehr überlebt hätten, die Schlangen können hier nicht mehr viel rausholen. Schlongo de Longo. Die neuen Grafikkarten. Ich glaube, das ist halt das Nächste. Ich glaube, wenn die neuen Grafikkarten rauskommen, wird es erstmal Jahre dauern, bis man die überhaupt bekommt. Ich möchte mal so weit in die Glaskugel gucken und sagen, das wird wie mit dem PlayStation 5 sein. Die neuen Grafikkarten kommen raus und dann kommt erstmal die riesige Horde von Scalpern, einfach nur, weil das ja aktuell der richtige Trend ist, die den gesamten Markt leer kaufen und die Grafikkarten dafür 5000 Euro oder so reinstellen auf eBay. Und ewig lang sind die ganzen Dinger nicht verfügbar. Ich meine, ist ja nicht so, als wären aktuell eh ziemliche Materialengpässe überall und dann noch die Kryptominer und andere Probleme und... da kommt sehr viel zusammen aktuell. Ich glaube, mit neuer Grafikkartengeneration wird es eh dauern, bis die der allgemeinen Bevölkerung zugänglich sind. Eine Nachricht der Schlange. Verschont mich. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Okay. Damit hätten wir das geschafft. Der Wolf hat 4 Schlangen besiegt. Das heißt, wir können jetzt auf 5 gehen. Aha. Wie lange der Kampf jetzt doch gedauert hat, obwohl der erste wirklich in 2 Sekunden vorbei... Was bin ich schon wieder hier unten? Leute, lasst mich in Ruhe, ey. Das ist die richtige. Passt. Okay, gelbe Schlange oben. Rote Schlange da unten, die hier, die blaue war dort. Und jetzt gibt's noch eine extra Schlange. Weiß, wo er steht. 2 Schlangen sind noch drin. Ab geht er. Ich hoffe, es waren nicht CSL-Computer aus Hannover. Nee, die waren das nicht. CSL sagt mir jetzt spontan zumindest nichts. Schau mal auf Discord. Schau ich dann, Tobi. Jetzt raustappen ist schwierig, wenn es Strong holt. Das macht nur Probleme. So, Wolf gegen 5 Schlangen. Ab geht er. Schlangenparty, Schlangenparty, wie das duftet. Vor allem sehr röstig. Da brennt's wieder. Jetzt geht's halt noch ein bisschen mehr ab. Vor allem die Meuchelmörder sollten da ziemlich viel machen.
Ja, jetzt wollen sie alle durch. Aber aktuell steht's noch, auch wenn Sklaven weiterhin Stress machen und weiter anzünden hier fröhlich. Oh, die Katapulten. Okay, das ist nochmal ein neues Level an Katapulten hier. Der Wolf kommt hier gar nicht mehr zum Aufbauen gerade. Ne, ich glaube wirklich, 5 Schlangen ist Ende Gelände. Alter. Ja. Es ist ein bisschen pervers, was hier stattfindet. Ich glaube, das wird der Wolf nicht lange aushalten. Vor allem, der ist schon finanziell am Ende. Der kann ja gar nichts mehr nachbauen jetzt. Mich wundert, wie lange das Tor hier gerade hält. Der Wahnsinn. Oh. Viel KI-Burg als Wolf. Das Gemeine ist, wenn man viel KI-Burg als Wolf macht, mehr als 4 Schlangen gehen dann ja leider nicht, ne? Aber die 4 KI-Burg gegen 4 neue Wölfe wäre ein interessantes Duell, aber das kann man so einfach nicht machen. Weil ich glaube, bei der 4 KI-Burg wurde ja der Wolf durch eine andere KI ersetzt. Kombinationen von verschiedenen Mods sind sowieso ein bisschen schwierig. Okay, das haben die Schlangen ziemlich easy geholt. Ich würde sagen, wir machen das nochmal, nur um zu reproduzieren, ob es auch wirklich so einfach geht für die Schlangen. Wir haben es ja letztes Mal gesehen, dass noch ein bisschen andere Situation das ganze Ding nochmal ändert. Oh, jetzt ist schon wieder die Map anders. Warum? Hör doch auf, Spiel. Warum machst du das? Und dann können wir noch zu den Kalifen übergehen. Jetzt hat es doch länger gedauert als gedacht, ne? Ohne Scheiß. So. Nochmal. Firefly kommt schon, wir brauchen 16 Spielerkarten mit 800x800 Maps. Das wäre traumhaft, ne? Das wäre traumhaft. Traumhaft, sage ich dann nur. Im großen D. Da gehen schon wieder die Katapulte los. Und die Meuchler kommen. Tari, trara, die Meuchler, die sind wieder da. Die Katapulte. Schauen wir mal kurz, wie die schießen. Wo der Wolf da aktuell immer ganz gut gegenbauen kann, was die Welle angeht. Zumindest solange er noch Geld hat. Als Spieler wirst du da wahnsinnig, wenn du da ständig die Welle nachziehen musst. Vor allem so präzise, nicht einfach nur so blind, sondern wirklich genau an den Stellen, um die Burg zu reparieren. Manchmal wünsche ich mir so ein automatisches KI-Reparatursystem. Das ist so eine Blaupause, setzt sie bei Supreme Commander. So möchte ich die Burg haben und die KI setzt die Welle automatisch hoch und repariert die auch automatisch zu dem Stand wieder. Das wäre schön. Oh, der Wolf hat eine Angriffsarmee rausgeholt. Was der Wolf alles rausholt, ne? Wenn er mal in guter Laune ist. Wahnsinn. Nur mit der Schlange wird's nix. Der Wolf kann schwer die Schlange rausholen, weil die kommt ja zu ihm. Na, noch einen Abschluss mit 7 Schlangen gibt's dann auch nochmal. Wenn es jetzt reproduzierbar gegen 5 nichts wird, mache ich nochmal kurz gegen 7. Einfach nur zum Spaß. Und dann gehen wir zum Kalifen über. Der Karl Yves. Oh, da brennt ein Wolf ziemlich der Arsch weg gerade. Das war fast unvermeidbar, wenn da die ganze Zeit Sklaven und Feuerballisten kommen. Erstmal was trinken müssen hier. So. Aber der Wolf hat zumindest einmal angegriffen. Also komplett in der Defensive war er nicht. Ja, jetzt ist der Wolf aber ziemlich am Arsch. Arschmogus. Ja, die Feuerballisten schießen wieder rein. Jetzt brennt es gleich wieder.
stelle ich mal vor, 7-mal Richard und die killen die ganze Zeit ihre eigene Armee mit Katapulten. Und der Wolf stirbt einfach nicht, ne, weil die ganze Zeit die eigenen Truppen verböldern. Ah, schön. Boah, was da. Also, wenn die Schlange richtig will, dann kann die aber ordentlich, ne? Eine Nachricht vom Wolf. So viel muss man eigentlich zugestehen. Okay, die Schlangokalypse wäre abgeschlossen, würde ich sagen. Machen wir noch ein letztes Spaßspiel gegen 7 Schlangen, wie es aussieht. Nur zu, tötet mich. Ich werde nicht vor euch niederknien. Okay. Ob du kniest oder nicht, es gibt die Schlange ins Gesicht. Lieber Wolf, es tut mir leid. Für dieses Schicksal wurdest du jetzt einfach eingeplant. Okay, noch 2 Schlangen mehr. Einfach um zu sehen, wie das aussieht. Ab geht der Spaß. Weiß, wo er steht. Der Wolf hat einen Burnout. Das ist halt echt so. Wolf hat die volle Dresden 45 Experience. Er ist gemein. Aber gar nicht mal so fern ab. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Knie vor meiner Schlange. Das ist halt wirklich. Wir werden überfallen. Das wird jetzt leicht pervers. Betrachten wir es mal von dieser. Alter. Oh ne. Oh Gott. Da kriegt man echt Mitleid ein bisschen. Aber nur so ein ganz fernes bisschen. Schaut mal, der Wolf versucht ein bisschen gegenzuschießen. Ah, ja, sobald Katapulte im Spiel sind, wird es ziemlich krank. Guck mal, da ist offen. Ja. Natürlich. Das passt schon so, Alter. Der Turm stand gerade frisch und putz. Da kommt noch mehr. Das müssen wir jetzt mal von der Perspektive betrachten. Das ist einfach nur ein Zerbonbons-Hochgenuss hier. Ja, hinten brennt gerade alles. Da vorne gehen jetzt auch schon fast die Türme kaputt noch. Es sind noch mehr Katapulte, alles klar, natürlich, warum auch nicht. Ihr dürft nicht vergessen, Katapulte sind Exploits. Die Schlange hat nur durch Cheaten gewonnen. Kennen wir ja. Da war ja ein selbsternannter Doktor, der mir das erklärt hat. Schau mal. Es ist so ganz notdürftig wieder so ein Walter Ulbricht-Stil zugezogen worden. Aber da kommt man immer noch durch. Flying Stones sind verboten. Ja genau, Lava-Mathe, da sagst du was. Klar, dass es bei 7 Schlangen hinten schon mal brennt. Ja, das ist ein Argument, nicht wahr? Der Katapult-Spam, der lässt aber nicht. Wir wurden gerade die ganze erste Linie zerstört. Aber jetzt kommen immer mehr. Für jedes Katapult, das fällt, kommen 10 neue nach. Ach, schaut mal, der Wolf fällt jetzt ziemlich lange sogar, weil er jetzt noch eine riesig große Bogenschützengarnison gesammelt hat. Der verschanzt sich fürs letzte Gefecht. Oh, jetzt, das war's mit der Mange. Jetzt kommen immer mehr Lanzenträger durch. Ja, das war's. Eine Nachricht vom Wolf. Alter Falter. Ja. Das ist ein bisschen krank, was hier an Katapult-Spam abgeht. So ganz, ganz leicht krank. Ganz, ganz leicht krank. Ist in Ordnung. Nö, passt schon. Alles gebalanced und so, wie es sein soll. Okay, das war's für die erste Hälfte des Videos. Dann... Was, ich habe schon mal überlegt... Das so wie Utwin in Auftrag. Ach so, ah, okay, wegen Zusammenstellen. Okay, alles klar. Ja, das war's für die erste Hälfte des Streams. Die zweite Hälfte gewinnt jetzt und jetzt ist Kalif Zeit. Kalif. Nein, nicht, oh, jetzt ist der Wolf verschwunden. Fangen wir genau wie bei der Schlange mit 2 Kalifen an. Oder? Ich meine, wir können den gleichen Test
nochmal machen und schauen, ob ein Kalif einen Wolf besiegen kann im Early... Ja, ich glaube nicht. Der Kalif ist nicht so Early-Game-lastig wie die Schlange. Aber wir können mal gucken. Normales Spiel 2000. Wolf gegen Kalif. Schauen wir einfach mal. Aber ich glaube nicht. Würde mich wundern. Gark, gark, gark. Ah, das ist diese eher besoffenere Kalif-Burg, zumindest von der inspiriert. Ja, der Kalif braucht einfach zu lange. Ich glaube, bis der Kalif mal angreift, ist der Wolf schon aufgebaut. Selbst mit 2000 Stadtgold. Hui. Ja, bis der Kalif mal kommt, schon allein mit Sklaven, ist schon fast die ganze Chance vertan. Ich meine, jetzt kommen ein paar Sklaven, um zu nerven, ja. Aber das ist halt längst nicht die offensive Macht, die benötigt wird. Mehr Sklaven. Beim Kalif kann es wirklich eine größere Flut brauchen, glaube ich. Ich meine, klar wird hier und da mal ein bisschen die Wirtschaft angebrannt. Ich frage mich, ob die... Nee, ich glaube, die Botschaften gehen nur an Spieler. Ich fände es lustig, wenn die KIs sich gegenseitig Botschaften schicken würden immer wieder. Also eine Nachricht vom Kalifen. Seht euch vor, Ritter. Seht euch vor. Aber die Sklavenanzahl könnte ziemlich pervers werden mit mehreren Kalifen dann irgendwann. Wenn die jetzt schon so durchkommen. Aber der Kalif braucht viel zu lange mit seinen ersten Angriffen. Bis es da mal so richtig abgeht. Ja, es wird so schnell wohl nix. Ich meine, dafür ist die Defensive vom... Aber ganz ehrlich, beim Kalifen warte ich jetzt nicht immer, bis der Wolf durchgebrochen ist. Also wenn ich sehe, dass die Kalifen nicht durchkommen, dann startet man mit mehreren. Sonst dauert das 5 Stunden, bis wir hier durch sind. Mit den ganzen Kalifen Hochstufungen. Okay, die Feuerballisten als Störballisten könnten tatsächlich was ausrichten in großer Masse dann, später. Und richtig... Ach nee, das war ein Angriff. Das war ein Angriff, ups. Aha. Was war denn das? Nächster Angriff. Gott, nur Feuerballisten. Na gut, die können aber trotzdem Schaden machen. Nee. Der Wolf ist schon aufgebaut. Ich glaube, das war ein Experiment, das kann man vergessen. Das schafft der Kalif nie alleine. Wir gehen auf die Standard 4000 und versuchen es mit 2 Kalifen. Ungläubiger. Am Rund ab geht der Spaß. Das hat der Wolf gewonnen, die erste Runde auf jeden Fall. Ziemlich sicher sogar. Wolf ist nur noch B-Tier. Wie viele Badeseen es wohl bräuchte, den Wolf wegzuspielen? Oh Gott, meint jetzt Nisan? Ja, okay, das könnte man auch noch raus... Aber dann nicht mehr... Ich weiß nicht, soll es deswegen noch einen 4. Knack den Wolfstream geben? Ich würde fast sagen, nicht unbedingt, oder? Ich glaube, der 3. reicht schon. Wir werden überfallen! Okay, jetzt wird es mit den Sklaven ein bisschen perverser. Das muss man ja ganz ehrlich zugeben. Prepare for trouble and make it double. Team Caliph, so schnell wie das Licht. Okay. Das könnte vielleicht ein bisschen Schaden jetzt anrichten. Vor allem die Feuerballisten von der Seite aus, die machen da echt böse hier weg. Ich glaube, die 2 Kalifen könnten das schaffen. Die 2 Kalifen könnten das unter Umständen schaffen. Oh, da kommt ja schon der nächste Angriff. Jetzt noch mehr Feuerballisten natürlich. Die dann natürlich hier wieder räumen. Das ist schon echt böse. Ja, ich glaube, die Kalifen schaffen das. Kommt jetzt auch schon mit den Meuchelmördern durch. Ja, komm, machen wir. Okay, jetzt wurde sogar einmal angezündet, erfolgreich.
Ja, ich glaube, die Feuerballisten regeln hier beim Kalifen. Okay, die wurden jetzt ein bisschen weiter hinten gebaut, aber die kommen trotzdem gut genug vor. Gut, guten Abend, Tom Cruise. Okay, ja, der wird jetzt halt wirklich wegballistet. Guckt euch das an. Das ist der Skorpion-Spam hier in Stronghold. Krass. Ihr kämpft besser als euer Vater. Eine Nachricht vom Wolf. Eine Nachricht vom Kalifen. Sie alle fallen vor mir. So, wir können doch hier. Hier. Finde mal schön, wie sich das reimt. Ja, okay. Da muss der Wolf, das zwei Kalifen so doch ziemlich krass sind, hätte ich nicht gedacht. Also ein Kalif nicht, aber ab zwei wird's interessant. 8000, jetzt müsste der Wolf eigentlich bessere Chancen haben. Im Vergleich eins schlechter als das andere, aber in der Welt ziemlich gut, hä, was? Achso, in dem AOE2-Video mit Koka hast du die beiden Avatar-Serien verglichen. Ja, Korra ist schlechter als Aang, aber ich denke, das ist viel mit Hobbit und Herr der Ringe. Das Problem ist halt wirklich, dass Aang, also die Aang-Saga, jetzt das erste Avatar, da sind echt viele Sachen, die einem in Erinnerung geblieben sind. Korra nicht wirklich. Also Korra ist so eine Serie, die hast du einmal angeschaut und dann wieder ruckzuck vergessen, quasi. Sagen wir es mal so. Dementsprechend schwer zu sagen, ob ich das jetzt mit Herr der Ringe und der Hobbit-Serie beispielsweise vergleichen würde. Wo klar, die Original-Herr der Ringe besser war als Hobbit, aber Hobbit trotzdem einige Szenen hat, die einem in Erinnerung geblieben sind. Ah, die Kalifen weiter am... Ja doch, die machen wieder gut Druck, aber der Wolf ist echt gut aufgebaut mittlerweile. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Oh, der Wolf zerschießt hier den Kalifen im Nahkampf. Aber gut, ist gar nicht mal so verkehrt. Auf diese Weise geht der Kalif vielleicht auch mal down dann. Wenn der Wolf Gegendruck macht. Genug. Ziemlich cool, wie die Distanzen genauso sind, dass die Bogenschützen sich nicht beschießen können, aber die Triebwerke können hinballern. Interessant. Ah, der Wolf greift an, aber der wird jetzt erstmal total gegens Feuer laufen. Aber ich glaube, wollen wir das schon abbrechen und höher gehen? Weil ich glaube, das allergrößte Problem ist, bis der Wolf halt mal den Kalifen besiegt. Er wird ihn besiegen auf lange Sicht, aber es dauert halt einfach lange. Weil ich glaube, jetzt mittlerweile soll es fast klar sein, dass die Kalifen nicht mehr... Wohl ein bisschen laufen lassen würde ich es noch, um es ganz zu... Um es wirklich zu bestätigen, quasi. Kann es eigentlich... Upsi. Mir fällt gerade was auf. Die werden noch seitlich platziert, die ersten. Das habe ich beim ersten Mal... Das habe ich überhaupt gar nicht bedacht. Machen wir es nochmal kurz mit richtigen Platzierungen. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass der frontal ist. Aber ich habe mit den Schlangen ja seitlich angefangen. Ich hoffe, dass das hinhaut mit der Burg. Müsste aber eigentlich, oder? Mit welchem Abstand ich sie gesehen habe? Tatsächlich nacheinander direkt. Also ich habe es irgendwann mal nachgeholt, also weil immer jeder mir Avatar empfohlen, ist jetzt auch schon 5-6 Jahre her. Aber irgendwann wurde mir mal sehr stark empfohlen, dass ich es mir endlich mal angucke, und dann habe ich beides angeschaut, nacheinander.
Also das ist jetzt nicht unbedingt mit rosa-roter Brille oder so. Ich habe die wirklich beide nacheinander angeschaut, beide Serien. Aufgewachsen bin ich eben mit ganz anderen Sachen, vor allem im Bereich Anime. Ich weiß, Avatar ist kein Anime. Aber was Kindheit aufgewachsen angeht, ist eher Dragon Ball, One Piece und solche Sachen. Also diese, sag mal schon eher Mainstream-Anime, wenn man so will. Diesmal, also jetzt, nur weil der Kalif anders platziert ist, sieht das Ganze ganz anders aus, ne? Wahnsinn. Aber gut, das war ja der Deal eigentlich, dass die so platziert sind. Und das scheinen die Kalifen zu schaffen. Heiliger Bimbam. Okay. Alles klar. Eine Nachricht vom Wolf. Nur zu, tötet mich. Ich werde nicht vor euch niederknien. Okay. Ja, wie schon viele Leute sagen, also größter Unterschied zwischen Hobbit und der richtigen Herr der Ringe Trilogie, also den ersten drei Herr der Ringe Filme und Hobbit ist vor allem CGI, ja. Beim normalen Herr der Ringe war viel mehr selbstgemacht quasi, während Hobbit sehr viel CGI benutzt hat. Ja, dann gehen wir mal kurz runter das Spiel und gucken mal, wie der Wolf sich hier schlägt. Und dann gehen wir schon in die Deathmatches über, ne? Dann geht die Party ab. Sogar noch Dragon. Ja, hast du sogar noch Dragon Ball ohne Set. Stimmt, ja. Das auch noch. Die Ballisten, die halt direkt von der Front. Also, wenn hier direkt gegenüber werden die Ballisten nicht so schön aufgebaut. Hier sind die Ballisten so richtig schön, dass die da zurückfeuern können auf die Türme. Und einmal räumen, ne? Und zwar richtig gut räumen. Guckt euch das mal an. Das ist ein Riesenunterschied. Alter, das ist schon wieder leer. Fuck. Wieso habe ich so das Gefühl, dass der Wolf keine zwei Kalifen in diesen Winkeln besiegen kann? Los Fokus. Ja, da gibt es ja schon wieder die nächsten Ballisten. Die schießen wieder alles weg. Alter, ich glaube, die Kalifen regeln hier. Alter Falter. Jetzt brennt's. OG Dragon Ball. Dabei war das OG Dragon Ball sogar mit das Beste, wenn man so will. Zumindest von der Erzählweise. Eine Nachricht vom Wolf. So viel muss man euch zugestehen. Ihr kämpft besser als euer Vater. So. Und vor allem auch von den Choreografien, wenn man so will. Okay, jetzt. Ja, das ist eigentlich gedannt. Alter, was ist? Sind die Kalifen gerade auf Steroiden? Steroiden, vor allem. Steroiden. Die haben die fetten Stereoanlagen aufgebaut. Die sind jetzt gerade auf Steroiden. Das war wieder relativ. Was gehen die Kalifen gerade so ab? Du weißt, die da an den Seiten platziert habe. Das ist ja übel. Übeli dübeli. Ja, Wahnsinn. Okay, dann machen wir schon das erste Deathmatch-Spiel. 10.000, ab geht er. Wolf ist krass am Arsch, wie die Maya zu sagen pflegen. Richtig. Der Wolf ist auch ziemlich am Arschi. This Wolf is on fire. Wir werden überfallen. Alter! Eine Nachricht vom Wolf.
Einen Moment mal kurz. Ich hab einmal kurz auf ein Alter. Das ist ja mal der sneakigste Move überhaupt gewesen. Ich hab nur mal kurz Chat nachgelesen. In der Zwischenzeit wird der Wolf von Mäuschlern gekillt. Okay, das müssen wir nochmal angucken. Was zur Hölle? Wann ist denn das passiert? Mal kurz nicht hingeschaut, da ist der Wolf plötzlich weg. Was ist denn hier los? Wann und wie ist das passiert? Ja, ist echt Sneak Attack, ne? Plötzlich war der Meuchler oben und hat das Ding beendet. Okay, der Wolf brennt wieder, aber das ist ja nichts Neues. Das Übelste sind halt wirklich die Ballisten, die sich direkt an der Front aufstellen. Das ist halt wirklich so ein kleiner Wolfknacker, kann man sagen. Die räumen da richtig schnell, die schlecken so richtig die Türme weg. Wir werden überfallen. Aber jetzt aktuell kriegt der Wolf das verteidigt. Aber wann ist das mit dem Meuchlern eben passiert? Was war das? Ich habe so sehr auf den Chat geschaut, dass ich gar nicht gesehen habe, was da passiert ist. Das kann doch gar nicht sein, dass da... Hä? Das war unmöglich. Okay, hier konnten die Ballisten nicht aufgebaut werden. Ich glaube, das war wirklich ein absoluter Glücksfall, kann das sein? Jetzt habe ich schon echt Angst, auf den Chat zu gucken, weil dann wieder irgendjemand stirbt. Plötzlich. Okay, jetzt kriegt der Kalif seine Ballisten nicht mehr gescheit aufgebaut. Obwohl, jetzt ist die rechte Seite fast geräumt worden. Aber man macht schweres Räumen beim Wolf. Okay. Wolf hält noch, aber die Front sieht ziemlich leer aus, ne? Okay, Wolf greift selber an. Das könnte die Wende bringen. Wolf-Angriff wird wahrscheinlich, ja, der wird sehr gut weggebrannt. Kalif hat wieder ein bisschen Schaden angerichtet, aber nicht so viel. Die ganzen Störperlisten kommen so langsam näher, aber auch nicht wirklich gescheit. Der Kalif sollte jetzt auch mal wieder angreifen, ne? Irgendwann. Oh, nächster Angriff. Aber boah, da wurde kein einziger Ballista aufgebaut. Ich glaube, der Wolf wird das jetzt entscheiden. Na, ich würde sagen, da kann man jetzt wirklich so fair sein und sagen, wir gehen um einen Kalif hoch. Ich glaube, das wird der Wolf jetzt entscheiden. Jetzt ist er auch schon weit genug aufgebaut. Ja, das sollte. Ja, das entscheidet jetzt der Wolf. Ich würde sagen, das hat der Wolf gewonnen. Was sonst brauchen wir noch zu lange. Wir wollten ja noch ein bisschen mit Richard experimentieren, ne? Ich würde sagen, ein Kalif höher. Wir wollen jetzt mal ein bisschen Spaß haben hier. Am runden das Kamel. Ab geht die Party. Kamelparty. Was auch immer das vorhin für ein Sneak-Kill war. Kalif hat echt hohe Heizkosten. Ja, das glaube ich wirklich. Aufs Wort. Das worte ich auf den Glaub. Ja, jetzt wird es halt ein bisschen krasser, was Sklaven angeht, ne? Schwertis sind auch dabei. Schwerti, nach Hause, Maulein. Aber der Wolf, zumindest mit Anfangsbauten soweit da. Aber das mag noch nicht viel heißen. Nächster Kalif.
Und, oh, jetzt kommen mal die Ballisten hier noch mit ran. Das wird jetzt echt... Ja, okay, das könnte ein Wolf jetzt wirklich zerflexen. Ich glaube, das braucht ein 20.000er. Obwohl, jetzt hat der Kalif sich wieder aufgelöst. Kalif ist mal eben Zigaretten holen gegangen. Oder eher eine Wasserpfeife, ne? Nächster Angriff von Götter. Der Gelbe greift hier einen mal nach dem anderen an, ne? Übel. Oh, und Kublai, danke für den Euro. Okay, das ging jetzt dann ziemlich schnell zum Ende hin. Eine Nachricht vom Wolf. Nur zu, tötet mich. Ich werde nicht okay. Diesen Spruch haben wir heute schon sehr oft gehört, ne? Okay, 20.000 Gold von Wolf. Nächste Runde. Vorletzte Runde, wenn die Kalifen sich gut schlagen. Ansonsten, ja, vielleicht noch 3 oder 4 Runden. Dann machen wir noch einen kleinen Test mit Richard und dann sind wir, glaube ich, ganz gut bedient. Wir werden überfallen. Kommt es alles näher, aber der Wolf hat sich schon ganz gut aufgebaut mittlerweile. Es kann sein, dass der Wolf hier wieder die Wände blättern kann. How the turns have tabled. Jawohl, jetzt kommen hier wieder Ballisten zum Einsatz. Auch nur eine einzige. Okay. Auf der rechten Seite sind aber die Ballisten gut aufgestellt. Die haben da gerade viel geräumt. Jetzt kommt hier frontal natürlich noch was dazu. Ja, ich glaube, das wird wieder ziemlich geschleckt hier. Diesmal wurden keine Baumeister gebaut. Okay, alles klar. Aber die Front ist komplett leer. Wahnsinn. Hat der Wolf noch Geldreserven? Nicht mehr wirklich. Krass. Okay, die Ballisten hier sind auch wieder mega tödlich. Okay, ich glaube wirklich... Vielleicht sind 3 Kalifen einfach zu viel. Mal gucken, was 40.000 Gold sagen. Aber die 3 Kalifen, die machen hier den Wolf wirklich fertig. Da brennt er wieder, der Bursche. Ich glaube, das war's für den Wolf. Ich meine, es wird schnell gelöscht, aber es hat ihn jetzt extrem zurückgeworfen wieder. Und jetzt kriegt er so schnell nichts mehr aufgebaut. Alter. Jetzt beginnt die Ballistenparty. Eine Nachricht vom Wolf. Oh oh. Oh, die alle kommen hier durch und verbrennen alle. Ach du Scheiße. Der ist trotzdem gestorben. Okay, alles klar. Wie sneaky der den Wolf oftmals killt, ist ja eine Wahnsinn. Vom Wolf. Nur zu, tötet mich. Ich werde nicht vor euch niederknien. Der Wolf braucht nicht mal den Bug. Diesmal verwendet sich seine Truppen abwechselnd in Einheiten und Brunnenarbeiter. Okay. Ja. Letztes Entscheidungsmatch. 40.000. Mal gucken, ob es überhaupt mehr als 3 Kalif braucht. Wir machen trotzdem 1 mit 7 am Ende als Spaß. Von der 10 Zuschauer Stronghold, als ich klein war, gespielt, würde gerne wissen. Vor allem etwas ältere Leute als. Also ich glaube, die meisten meiner Zuschauer sind wirklich so zwischen 20 und 30. Also Leute, die Stronghold auch, sagen wir es mal wirklich, vielleicht schon so um die 25 bis 30. Also auch Leute, die wie ich Stronghold in ihrer Kindheit gespielt haben. Auch viele 30 plus dabei. So, 40, also ganz ehrlich, 40.000 Gold, Wolfi. Also das muss jetzt mal wirklich mal was werden hier. Jawohl, so wie hier die ganze Zeit wieder weggeschossen wird. Der Wolf kommt damit ausbilden, glaube ich, gar nicht hinterher, ne? So wie die Ballisten hier. Alter! Ich glaube, das braucht nicht mehr als 3 Ballisten, 3 Kalifen. 3 Kalifen zerpflücken den Wolf. Ich meine, jetzt kommt der Wolf mal... Obwohl, der Wolf kommt zum Gegenangriff. Das muss man ihm lassen. Da stehen wieder Ballisten. Jawohl, vielleicht... Andererseits, der Wolf hat jetzt, glaube ich, sein gesamtes Stadtgeld verbrannt, oder? Ja, das ist weg. Bella Donna, ey. Die Ballisten. Die schlecken den Wolf halt einfach die Türme leer. Das ist Wahnsinn. Zack.
Ja, das ist einfach übelstes Campen hier. Alter, guckt euch das an. Das sind gerade mal 3. Nein, die kommen jetzt rein, ne? Alter, das Ding ist wieder entschieden. Fuck! Nur zu, tötet mich. Ich werde nicht vor euch niederknien. Puh. Ich würde sagen... Das war wieder sehr schnell. Okay, ja. Drei Kalifen. Wir machen zum Spaß noch die Kalifen voll. Komm. Ich meine, der Aufstand der Kichererbsen könnte auch interessant sein. 2 Wölfe gegen 6 Kalifen. Aber ich weiß nicht, ob auf diese Karte das überhaupt richtig drauf passt mit den Kalifen. So, jetzt, das schafft der Wolf bestimmt. Ich habe Vertrauen in dich, Wolf. Das schaffst du. Locker schaffst du das. Easy peasy, sag ich da. Ja, es ist doch total leicht zu schaffen. Diese bunte Einheitenvielfalt, ne? Das sah bei den Sultan schon so lustig ab. Wie der einfach mal so mit der Rückhand weggewischt wurde. Als wäre es gar nichts, ne? Der Kalif einmal so kurz vorbeigekommen. Oh ja, du übrigens gehörst ja nicht her, geh mal weg. Butz. Die Krabbe heißt der letzte. Die Krabbe? Wie geil ist das denn? Die Wüstenmaus. Oh. Okay, ja. Das ist wie Deutschland gegen Brasilien 7:1. Ja, genau so sah das gerade aus. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, 21 sind genau die 2 Stunden rum, die ich angekündigt habe. Dann machen wir noch ein kleines bisschen so ein Extra-Match gegen Richard. Ungläubiger. Dasselbe. Nein, nicht dem Wolf. Ungläubiger. Ich möchte erst mal wissen, wie sich Richard bei einem 2000 mit einem 1 gegen 1 gegen Wolf schlägt. Soll ich Richard eigentlich gegenüberpacken oder so seitlich ran? Ich würde sagen, für ein Duell... Für ein Duell wäre es eigentlich frontal fairer. Wenn wir zumindest mit 2000 machen. Okay, ja, dann gucken wir mal. 2000 Gold, ob der Richard da eine Chance hat, weil er eher raschlastig ist, ne? Könnte sein. Ansonsten braucht es mindestens 2 Richards für ein frühes Spiel. Also ab 4000 würde ich wirklich 2 Richards nehmen. Habe ich noch was zu trinken? Da habe ich. Wunderbar. Oh. Richard wieder mit der eingeschränkten Burg. Wo ein Turm fehlt. Oh, aber sowas wie dieser Drehbock, da könnte echt interessant werden. So, Richard, willst du jetzt irgendwann mal was tun? Ich warte. Ich meine, das erste Katapult schießt schon mal. Das ist ja schon mal was. Der Tribok hat auch Spaß. Ich meine, Richard pumpt jetzt schon mal ganz gut ins Militär. Die Frage ist, wie schnell wird der erste Angriff jetzt kommen? Weil der Turm hier steht schon mal. Ab da kannst du noch weiter bergab gehen. Gut, Richard hat jetzt halt auch Ritter, ne? Das wird ab einer gewissen Anzahl auch richtig gefährlich. Oh. Wolf hat jetzt gesagt, keine Katapulte mehr. Stopp. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Nee, 1:1, Richard schafft es nie im Leben. Schon alleine, weil der erste Angriff braucht einfach zu lang. Die Burg ist schon zu. Jetzt kommt der erste Angriff, jetzt ist schon zu spät. Im Grunde. Da kommen zwar die Einheiten ran, aber nee. Ein Richard schafft das nie im Leben. Da müssen wir schon mit 2 anfangen. Dann gehen wir mal auf die klassischen 4000 und machen 2 Richards. Am runden Tisch. Jeder weiß, auf den 2 Positionen. So. Wunderbar. Hast du inzwischen schon mal... Ne, ich bin paar Survivors habe ich noch nicht gespielt mehr. Jetzt seit den letzten paar Updates. Letzte Zeit komme ich dazu leider nicht sehr viel, mir anzugucken, so ein Spiel. Obwohl es einige gibt, die ich mir noch angucken will, auch neue Spiele.
auch einige andere neue interessante Indie-Games, die ich mal vorstellen will. Gibt es noch eins, das ich jetzt auch bald mir mal angucken werde? Ich möchte euch ja auch mal wieder mal ein paar Geheimtipps geben. So, okay, ja gut, dieser Richard schießt mit ein bisschen Tribocken, aber gut, das ist ja, das stößt ja auch auf Gegenliebe, weil dieser, der Wolf kann ja ebenfalls mit Tribocken zurückschießen. Aber es kann sein, dass diese zwei Richards jetzt reichen. Vor allem mit der Tribock-Hilfe hier. Und ich glaube, die Ballisten können dann auch zerschießen. Yep, können sie. Alles klar. Also, wenn es gut läuft für den Wolf, ist es für Richard einfach nur Geldverschwendung. Ja, die Türme sind soweit besetzt. Das könnte jetzt interessant werden. Knapper, knapper, knapper. Wir werden überfallen. Oh, da kommen die ersten Ritter. Oh, Kublai, danke für die 2 Euro nochmal. Eine Nachricht vom Kalifen. Pech gehabt, Ungläubiger. Ja, genau. Ja, ich glaube, ja, die Richards machen das. Die Richards machen das. Guckt euch an. Die böllern. Alter Falter. Ja gut, die ballern jetzt richtig. Zack. Okay. Doppel Richard, doppelt böse. Gut, dann geben wir dem auch mal einen schnellen Shot. Weil, anders als der Kalif kann Richard auch schnell sterben. Das sind ein paar schnellere Spiele, als die mit dem Kalif entstehen können. Was gehe ich hier in Richard hoch? Bin ich bescheuert? Ja, die Hosen voll. Ganz kleines bisschen vielleicht. So, 8000. Richard Party Hard. Wie wäre es mit Halo oder Dead Space 2? Oh, ich meine, klar, das erste Dead Space habe ich damals Let's Played. Würde ich mir mal Dead Space 2 angucken. Er steht nicht sehr weit oben auf meiner Prioritätsliste. Und was die Halo-Franchise angeht, uff, steht auch sehr weit hinten an, würde ich sagen. Richard Watt macht weiter Druck. Wir werden überfallen. Ja, ich glaube, das wird wieder Richard entscheiden. Weil das ist gerade... Richard hilft der Startgold auch gerade sehr, sehr, sehr stark. Vor allem mit dieser Art von Angriffen, die er macht. Das heißt, nur mit Kreuz zieht das Spiel, würde ich jetzt einen Vorteil für den Wolf sehen. Oder mit höheren Deathmatches vielleicht dann auch. Aber so, diese Situation würde ich sagen, dass Richard auch viele Vorteile hat davon hier. Im Doppelpack. Zack, zack, Doppelpack. Oh, hinten ist offen. Hola, Jan Hüing, danke für die 20 Euro. Hey, Utwin, danke für deine geilen Livestreams und amüsanten YouTube-Videos. Ich hoffe, du bleibst uns noch lange erhalten. Ich gebe mein Bestes, Jan Hüing. Ich gebe mein Bestes. Sowohl was die Videos angeht, als auch das lange erhalten bleiben. Alter, ja, okay, der Wolf geht drauf. Und, see you later. Dankeschön auch dir für die 2 Euro. Am Ende sollte es doch eine glatte Summe sein. Ah, verstehe. Tötet mich. Ich werde nicht vor euch niederknien. Hat sich schon mal jemand gefragt, was das eigentlich für eine Animation ist, die der Wolf macht? Ist das, wie ihm das Schwert reingestochen wird? Oder das sieht ja schon fast so aus, als würde er dir versuchen, das Schwert zu überreichen. Aber das passt ja nicht zu seinem Charakter. Aber der wird so oft von dem Schwert aufgespießt hier in den Zwischensequenzen. Ist ja nicht mehr lustig. Okay, Kreuzritterspiel. Kommen wir nicht dran vorbei. Das auch auszutesten. Interessieren dich eigentlich Paradox-Spiele zurzeit? Eher weniger, tatsächlich. Also zum Zuschauen sind sie interessant, aber zum Selbstspielen finde ich nie die Motivation, mich da einzufetzen. Aber es könnte sein, dass ich demnächst mal ein Indie-Spiel austeste und anspiele und euch vorstelle, das in den Bereich 4X geht. Aber ein bisschen anderen Touch hat, sagen wir es mal so. Das könnte interessant werden. Seid mal gespannt drauf. Möchte ich noch nicht zu viel verraten. Gut, Halo Wars ist vielleicht was anderes, aber ich weiß nicht, Halo Wars schon alleine...
Es war interessant auf jeden Fall zu spielen. Ich habe sowohl das erste als auch das zweite gespielt gehabt für mich privat mal damals. Ist halt die Frage, würde ich Halo Wars mal machen? Das kann ich so spontan noch nicht mal beantworten. Erreicht dir das Schwert, um es zu Ende zu bringen. Ach so, ist das tatsächlich gemeint. Erreicht das Schwert, dass du es zu Ende bringst. Ja, Richard, übelst. Ja, der Kurzrittervorteil ist jetzt schon fast verspielt, ne? Alter, die beiden Richards, die ballern gerade. Alter, was ist mit dem gerade schiefgelaufen, ey? Ach du Heiliger, was ist denn hier los? Der Holy Bimbam ist wieder unterwegs. Ach, Bocky! Bocky ist hinten dran. Oh, Bocky ist weggebrannt. Das war jetzt nicht so der Burner, ne? Oh, und Jan Hüing, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Willkommen als Großherzog auf dem Kanal. Jetzt hast du auch die tollen Herzog-Profilbilder. Angefangen von der Ratte bis hin zum Wolf. Ah, traumhaft. Und natürlich danke für die Unterstützung, auch abseits davon. Ja, der Wolf ist einmal leer geschleckt. Braucht es überhaupt mehr als zwei Richards? Also ein Richard zu wenig, zwei Richards zu viel. Können wir das zusammenfassen so? Ja, okay, ja, jetzt wenn man es sich mal so anschaut. Ja, erreicht einem das Schwert, dass man es selbst mit ihm zu Ende bringt. So ist es wirklich gemeint. Okay, alles klar. Ich habe genau darüber nachgedacht. Irgendwie lustig, das ist so eine dieser Sachen. Man sieht es so häufig, aber man hat da niemals öfters... ich habe da zumindest niemals tiefer drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeuten soll. Dass der Wolf einem so das Schwert gibt. Richard am Ballermann Eisensaft aus Eimern saufen. Der isst einfach den Eimer, der schüttet so den Inhalt vom Eimer weg, wenn es so ein Eiseneimer ist und knabbert einfach am Eimer rum, ey. So sieht das aus. Und das ist, wie ist ein Eisenstrohhalm da drin, ne? Okay, Deathmatch. Oh, eine kompaktere Burg von Richard. Wir werden überfallen. Oh, Katapulte gehen wieder ab. Aber ordentlich. Hei, hei, hei. Boah, ey. Okay, Richard geht wirklich mit Katapulten im Early Game richtig übel ab. Mit höheren Geldsummen auch. Es kann sein, dass selbst das 40.000er Deathmatch ihn nicht rettet. Vor Richards Berserkerwahn, der gerne mal stattfindet. Ich glaube, mehr als zwei Richards braucht gar nicht. Ich glaube, wir kommen gar nicht zum Fall, dass es drei Richards braucht. Zumindest nicht in diesen Positionen. Ich glaube, frontal wird es anders aussehen, aber das sind ja eher hier so ein bisschen die Seiten. Das finde ich auch ein bisschen interessanter, als wenn alles einfach hier Tower Defense-mäßig von derselben Richtung in die absolut maximalste Defensive reinrennt. Die Katapulte, ey. Hei, la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 l
Da habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass Star Wars Empire at War keine so gute Idee ist. Erst recht nicht auf YouTube bezüglich Copyright und so. Das ist wahrscheinlich wie Schlacht um Mittelerde bloß auf Steroiden. Das ist nicht so cool. Ja. Stimmt, 7 Richard gegen Wolf gibt es ja dann auch noch. Oh Gott. Erstmal gehen wir noch beim Deathmatch hoch. Mal gucken, aber ich meine, 20.000 bewirken auch, dass Richard schneller angreift. Also ich glaube, so viele große Vorteile hat der Wolf gar nicht davon, jetzt schneller seine Burg bauen zu können, weil der wird auch schneller beballert. Aber wir werden sehen. So, da geht's los. Die Katapulte hauen rein. Ja, da gehen die Katapulte los. Da kommen noch mehr Katapulte. Und noch mehr Katapulte. Ja, das ist... Ich glaube, den Wolf wird es jetzt immer auf diese Weise zu hacken, ey. Aber aufs Übel. Das ist doch Wahnsinn. Vor allem der rechte Richard, ey. Übel. Wir werden überfallen. Ziemlich heftig. Los, verbrenn die Hexe, bevor es kaputt geht. Nein, du schaffst es. Ja, Wolfie ist gerade sehr weltoffen wieder. Aber die Richards haben auch gerade kein Geld mehr. Alter, wie schnell haben die ihr Geld verbrannt? Richtig übel, wie Richard abgeht, was Geld ausgeben angeht, wenn er mal genug hat. Der pumpt ja raus wie sonst was. Oh, die Fallen, die hier aufgestellt sind, gemein. Die Pikinierfront kommt durch. Und das war's. Ich glaube wirklich, das braucht nicht mehr als 2 Richards. Ein Richard zu wenig, 2 Richards zu viel, ne? Wahnsinn. Okay. Letzter Versuch. Und dann machen wir zum Abschluss noch einen 7 Richard. 7er Richard könnte ein bisschen böse werden. Welche Chancen machst du dir bei den späteren Kreuzzugmärschen aus, wenn man das mal so sieht mit Richards? Das ist... Ich werde mal sagen, das werde ich sehen. Ich meine, ich spiele in den seltensten Fällen ja Full Max Tryhard. Also selbst als ich die Kreuzzugmarsch Re-Let's Play gemacht habe, gut, bei einigen Missionen bin ich ein bisschen verzweifelt, aber auch weil ich mir Challenges gesetzt habe. Sowas wie Kreuzritter only und Araber only. Und ich habe immer eine Burg gebaut und so. Also in den seltensten Fällen versuche ich die Burg auf die effizienteste Art irgendwie nur möglich zu lösen. Das heißt, es ist noch viel Spielraum nach oben, wenn... es sehr krass wird. Was passiert, wenn ich eine Mission absolut nicht schaffe, egal mit welchen Mitteln? Ich werde sehen. Dann werde ich mal gucken, was ich machen lässt. Irgendwie improvisieren lässt sich bestimmt irgendwas. Ja, es kann sein, dass der Wolf jetzt sogar zurückschlagen kann, ne? So ein bisschen zumindest. Ich meine, ihm geht halt schneller das Gold aus als den Richards. Aber jetzt greift der Wolf auch an. Interessant. Es kann sein, dass der Wolf es jetzt schafft. Vielleicht braucht es hier wirklich mal 3 Richards. Ah, ja, super. Ah, da ist Tobi mal kurz nicht da und dann geht das jetzt los. Oh Mann, und wenn ich jetzt rausgehe... Ja gut, ich habe keine andere Wahl. Ja, Tobi ist weg, leider. Oh, hi. Zu ausblenden ist das. Ist das der einzige? Ja, das ist einmal durchgehend der gleiche. Alles klar. Schade, Marmelade. Der Bot hätte sich ruhig noch 5 Minuten Zeit nehmen können. So lange wäre der Stream jetzt eh nicht mehr gegangen. Ich hoffe, ich komme jetzt noch gescheit wieder ins Spiel rein. Und sehe den Chat nebenbei. Ah, ging noch gut. Glück gehabt. Okay. Alles klar, weiter geht der Spaß.
Na? Aber ich glaube, die Richards, nee, die ballern trotzdem weg. Ich glaube, der Wolf schafft es trotzdem nicht. Vor allem, jetzt wird einfach zu viel Druck gemacht mit den Katapulten. Der Wolf hat, die Richards haben immer noch ewige Geldreserven. Der Wolf keine mehr. Die zerschießen den jetzt ins Nirvana. Übel. Hast du die Challenges vorbereitet? See you later. Bei meinem Kreuzzugmarsch gegen die aggressiven KIs eine gute Frage, inwiefern ich mir überhaupt noch großartig Challenges setzen kann. Ich werde am Anfang vielleicht ein bisschen rumspielen, aber glaube ich eher improvisieren. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt werde ich gar nicht mehr die Möglichkeit haben, mir Challenges zu setzen. Ich meine, klar, natürlich keine Exploits zu nutzen, die Holzwelle hütten vor die Torhäuser, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber ich glaube, ansonsten wäre ich dann ziemlich offen für allerlei Möglichkeiten, den Kampf noch zu gewinnen, wenn es zu hart werden sollte. Ich meine, wenn der Schwierigkeitsgrad schon so in Turbo-Modus hochgedreht wird, dann sollte ich mir vielleicht lieber mit Challenges ein bisschen vorsichtig sein. Na, also, man muss ja wirklich sagen, der Wolf sah halt so aus, als würde er überrannt werden, aber er hält sich noch. Er hält sich noch. Jetzt von da oben, okay, jetzt sollte es aber für den Wolf gewesen sein. Also, selbst wenn er das überlebt, wird er hier im Grunde Boden geschossen jetzt. Obwohl die Feuerverteidigung schon mal steht beim Wolf. Immerhin die. Die Ritter machen ein bisschen Arbeit. Ja, die machen hier die ganze Wirtschaft kaputt. Also da wird nicht mehr viel stehen bleiben. Aber der Wolf ist jetzt eigentlich hier handlungsunfähig geschossen. Das nächste Mal, wenn die Richards angreifen. Ja. Ist Spaß vorprogrammiert. Die Bogenschützen kommen ja in einer Reihe, um zu sterben. Die treffen nicht mehr irgendwas von hier aus. Also sie würden schon treffen, aber sie kommen nicht mal zum Schießen. Toll, Richard. Obwohl, diese Position ist für die Tribocke gar nicht mal so schlecht. Hier, der Tribock hier, das ist eigentlich perfekt. Das ist eine taktische Meisterleistung, den Tribock hier aufzustellen für Richard. Der kann jetzt hier die ganze Zeit schießen, ohne selbst getroffen zu werden, glaube ich. Oh, jetzt geht's rein. Jetzt geht die Party los. Puh. Ja, das war's. Okay, ich glaube, das war immer noch nicht eindeutig genug. Ich glaube, wir brauchen mal 7 Richards, ne? Ist schon okay, ist aber der Wolf kam halt nicht dazu, Wirtschaft zu betreiben, ne? Wahnsinn. Die Waffenproduktion, die war schon nicht ohne. Ach, Richard hat mittlerweile auch echt, schaut doch mal an, 107, das ist echt nicht ohne von der Bevölkerungszahl. Werden wir deine Prime-Book öfters sehen, die ich gebe. Boah, ich glaube, ich kann die mittlerweile schon gar nicht mehr. Die müsste ich mir wieder einüben. Es ist halt die Frage, ob ich dann noch immer nur mit der Prime-Book spiele oder ob ich ein bisschen freieres Spiel machen werde. Wird sich zeigen. Ja, heiße Steine fliegen auch in deine Gegend. Alles klar. Gut, dann ein letztes Abschlussspiel, bevor ich mich verabschiede. Das sehr, sehr spannende, ultra spannende Match, wo sich der Wolf bestimmt sehr lange halten wird. Also wirklich, das wird lang gehen. Das wird richtig lang gehen, wird das. Da gehe ich aber wenigstens ein bisschen vom Spieltempo runter auf 200. Toll, dank dir ist der Wolf jetzt wieder vom Aussterben bedroht. Das könnte die Folge sein, ja. Das Spiel geht los und ich höre schon gleich jemanden durch den Stein zerquetscht werden. Wir haben ein paar Richards. Habe ich die Kalifen? Ja, die Kalifen kämpfen Wasser verpasst. Das war so die erste Stunde. Ne, Moment mal. Die Schlangen waren die ersten anderthalb Stunden. Die Kalifen waren so die halbe bis dreiviertel Stunde danach. Und jetzt gibt es so Richard als Abschlussbonbon quasi. Wir werden überfallen. So einfach ist es. Oh, die Richards greifen an. Welche? Ja. Hui. Noch mehr Richards, noch mehr Ritter vor allem. Alter, die Ritter alleine müssten doch schon wegrasieren jetzt ohne Ende.
Da geht die Party los. Alter, die Tunnelgräber noch dazu. Noch, die Tunnelgräber könnten jetzt auch richtig Schaden anrichten, weil der Buchgraben noch nicht steht. Da sind die Torpedos abgefeuert. Ja. Könnte sein, dass das etwas schnell geht. Oh, die Bogenschützen sollten jetzt auch mal ein bisschen Schaden machen hier. Vielleicht unter Umständen. Vielleicht auch nicht. Nächster Angriff, nächste Katapulte. Alles klar. Die meisten Katapulte kommen immer noch direkt von den Nachbarn. Direkt regional. Regionale und saisonale Katapulte. Aus kontrolliert ökologischer Holzwirtschaft. Da wird dem Wolf doch die Kloschüssel unterm Hintern weggeschossen. Genau so. Das ist auch der Plan. Alter, was sich hier sammelt. Mal von der Perspektive betrachtet. Ja, das wird langsam ein bisschen viel. Das ist der nächste Kreuzzug gerade. Oh, aber der Wolf kommt auch raus. Kriegt ja auf dem offenen Feld erstmal eine Konfrontation. Aber aktuell hält der Wolf. Oder er hält überraschend lange, muss ich gerade sagen. Gut, okay. Er konnte sich gerade noch durch seine ganzen Geldreserven futtern, aber die sind jetzt bald hinfort. Die Geldreserven sagen, wie der Marschall so schön, Ade. Weißt du, die Schatzkammer vom Wolf einfach. Ade. Der Wolf überlebt nur so lange, wie sie sich selbst anschießen. Das könnte auch ein Plan sein. So, bevor es vorbei ist, nochmal ganz kurz einen Überblick. Warum verliere ich eigentlich immer? Immer habe ich Niederlage. Es ist jetzt zum Ende gar nicht mal so schlimm, viele Katapulte, wie wir bei der Schlange gesehen haben. Aber trotzdem, ja, das war ganz lustig. Okay, alles klar. Ich glaube, dann haben wir erstmal genug gesehen. Dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Und ja, bezüglich jetzt KI-Kämpfe sehen wir uns ja eher am Wochenende wieder für den nächsten KI-Kampf. Den werde ich morgen aufnehmen. Was für einer das wird, gucke ich mal. Ich lese mir nochmal eure Vorschläge durch. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge hinzuzufügen habt für den nächsten KI-Kampf, schreibt ihn einfach beim letzten KI-Kampf, jetzt beim Kampf der Bademeister gegen die Brandstifter, einfach in die Kommentare mit dazu. Und dann gucke ich mal, was es morgen wird. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Livestream-technisch, wie gesagt, KI-Kampf am Wochenende. Livestream-technisch gibt es am Freitagabend, ich denke mal wahrscheinlich wieder Rogue Tower. Wir möchten Obo noch ein bisschen zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann. Ansonsten für weiteren Stronghold-Content habe ich ja gesagt, KI-Kampf am Wochenende. Es kommt noch viel mehr Content danach. Der Kreuzzugmarschrie-Let's Play kommt. Kreuzzugmarschrie-Let's Play kommt allgemein wahrscheinlich in dem Monat von jetzt an. Es gibt noch genug zu tun. Alles klar? Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann. Bei weiterem Content aller Art, sei es Stronghold, sei es nicht Stronghold, wo auch immer ihr zugucken mögt, ihr seid alle herzlich eingeladen, mit beizuwohnen. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Chat wiederherstellen, der Chat ist doch hier, dass ihr euch auch mal selbst seht. Während. Genau, Freitag Rogue Tower. Für die Leute, die den Chat nicht aktiv eingeblendet haben im Livestream, dass ihr auch mal seht, wie das aus meiner Sicht aussieht. Ugi ist erschöpft, richtig. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.